Hallo, 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 hallo. Guten Morgen. Aufwachen. Na, wie geht's euch? Willkommen zurück beim Artstream. Heute ohne Scribble.io vor dem ganzen... ich habe gemerkt, dass das, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv ist. Dass die Leute immer irgendwie mit dem Englisch nicht klarkommen dann, dass deutsche und englische Community noch nicht so schön zusammengewachsen ist, wie ich mir das vielleicht wünschen würde für meinen Stream. Deswegen fangen wir heute direkt mit dem Zeichnen an. Ich habe mir vorgenommen, Crumpy hier. Der braucht eine Generalüberholung. Wir malen heute Crumpy nochmal neu und ich will mir einfach Mühe geben, dass er irgendwie in eine schönere Form kommt und mit ganz viel Liebe seine Krummeligkeit ausleben kann. Ich werde mal sehen, wie wir das irgendwie heute lösen. Ich habe schon ein leeres Blatt Papier, ich habe meine Buntstiftis zum Vorzeichnen. Ich habe mir überlegt, wir können aber gern erstmal ein bisschen chatten auch, beziehungsweise ein bisschen rumhängen, keine Ahnung, mal sehen, wie viele Leute jetzt gleich am Start sind. Und vielleicht auch noch ein bisschen mit Vieh abhängen. Phoenix ist noch drüben. Habe ich eigentlich schon einen Shoutout für Phoenix? Sagt es geil, wenn ich es noch nicht habe. Direkt mal Nightbot aufwerfen. Ich habe so viele Shoutouts für Two Girls One Game erstellt in letzter Zeit. Meine Güte. Für alle, die es nicht wissen, Two Girls One Game ist der Gaming-Channel, wo ich mit meiner Freundin Snowichi jeden Abend live game. Meistens Grounded, aber nicht nur. Wir haben auch schon komplett It Takes Two durchgezockt. Wir spielen Raft, wir spielen Ark, eigentlich alles, was so Open World Survival oder eben einfach Spaß macht. Also Widget zum Beispiel oder Secret Neighbor ist auch ziemlich geil. Dafür habe ich super viele Shoutouts gemacht und für meinen eigenen Kanal. Mäh, da fehlt mir noch einiges. Deswegen, pssst. Machen wir jetzt mal heimlich ein Shoutout für Phoenix. Okay, Add Command. Das ist lustig, weil ich immer SO für Shoutout mache. Und jetzt heißt es Sophie. So wie Sophie. Was schreiben wir über sie? Phoenix ist super lieb und herzlich und sanft und entspannt und die kann wunderschön malen. Oh. Thank you.
Das wird gut, das wird gut. Ich glaube, wenn sie das sieht, ja. Die lacht sich kaputt. Juhu, wir haben einen neuen Shoutout. Jip, jip. Ach, das wird bestimmt supi. Ah, ich wünschte, das Bild wäre noch ein bisschen schöner hier nebenan. Ich gehe noch mal kurz in die Kameraeinstellungen. Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine Woche ohne oder zwei Wochen jetzt ohne Kamera gestreamt und bin völlig raus. Also man muss echt alles wieder auf die Kette kriegen und sich einstellen und irgendwie. Also, bear with me, es gibt so viel zu tun. Ich muss, also zum Beispiel auf meinem zweiten Monitor sieht das Bild völlig anders aus als hier auf diesem Monitor. Und das ist halt was so, geht so nicht. Okay. Dann müsst ihr mir halt zugucken. Bis es wieder angezeigt wird im Stream. Da sind wir wieder. Trinken wir einen Schluck leckeren Kaffee. Das wäscht nämlich so aus und das ist irgendwie nicht das, was ich eingestellt habe, Leutchen. Jetzt wird es gleich mal richtig doll hell. So, was finde ich jetzt besser? Das hellere oder das dunklere? Morgen! Hi Mono, schön, dass du reinschaust. Ich bin gerade noch am Feintuning mit der Kamera. Mir gefällt das irgendwie nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich die Farbe von der Belichtung her so lassen soll. Wenn noch ein Punkt dunkler gehe, dann kann ich sie ja hier wieder ein bisschen heller ziehen. Wie geht's dir heute Morgen, mein Schatz? Wie geht's dir?
Ist der Sound gut? Hört man die Musik? Bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Sag mir alles. Müdi. Ja, müdi. Ja, wer nicht? Gleich noch mal bunt. Oh mein Gott. Müdi? Ja, ja, ein Nein. Was? Oh Gott, Mono, das geht nicht. Wenn ich irgendwas rede und mich nebenbei konzentriere, dann weiß ich nicht, was ich gerade gesagt habe. Wenn du nur mit Ja und Nein antwortest. Jo, da habe ich da gar keinen Überblick mehr, was du eigentlich gesagt hast. Okay, ich bin zu laut. Meine Musik hört man nicht gut. Oder was? Oh. Ich krieg das doch so nicht zusammen. Es ist alles gut. Okay, okay. Ach, Mensch, herrje. Wir brauchen aber heute schon eine Stunde, um den Stream überhaupt anzufangen und reinzukommen. Oh, ist das schön. Herrlichst. Wie findest du die Idee, das so zu machen? Ich habe gestern rausgefunden, wie man seine Kamera so groß kriegt und das dann aber trotzdem in die Form gepresst bekommt, in die man es braucht, dass man das quasi so halb machen kann, obwohl die Kamera ja so ist. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne, mit der Aufteilung. Und dann kann ich nämlich hier so ein bisschen hier auf der Seite basteln. Entschuldige. Ah, ja, ist ganz cool. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich nur noch hinkriegen, dass ich in das Mikrofon rede und zeichnen kann gleichzeitig. Ja, 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 ja. So viele Dinge, die alle gleichzeitig funktionieren müssen. Jetzt bin ich super nah dran und ich zoome mal noch ein bisschen raus. Sonst springe ich ja gleich aus dem Bildschirm. Du sagst, der Ton ist gut. Ladi würde sagen. Genau das würde er sagen. Oh, Sisa, fällt mir ein. Der Höller hat gemeint, ich soll ihm mal bitte direkt bei Steam schreiben, wenn ich online bin.
Der pennt sicher noch. Bestimmt, bestimmt. Der kriegt trotzdem eine Nachricht. Vielleicht wecke ich ihn ja. Alter, es ist gleich um 1. Also, hello? Okay, okay. Wir haben es so langsam mal. Hat es nur eine halbe Stunde? Nee, sogar eine Stunde gedauert. Ach, ist egal. Ist egal. Es war quasi das Just-Chatting, um reinzukommen. Erstmal so für den Anfang heute Morgen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das Monsterli. Achso, genau, ich wollte noch ein Papier drunter legen. Ob ich das Monsterli wieder so hinbekomme, weil ich habe schon gesehen, die anderen so, ne, mit dem Vergrößern und Verkleinern, das hat ja nicht so gut geklappt neulich. Bei der Fee sage ich dann auch mal Bescheid. Weißt du, wenn ich noch nicht Bescheid gesagt habe? Weißt du, wenn ich noch nicht Bescheid gesagt habe? Instagram. Es ist echt krass, ne? Also irgendwie in Delete. Hi. Hi, you can see me actually. Oh my god. Thanks for stopping by. How are you? How are you? What's going on? I have to tell Instagram that I'm online. Wait a sec. Coming in with a very nice, just a very nice. Okay, so cool. Okay, how do I do this? I hate all of this. Setting up. Okay, Foto von der ganzen Situation. Ach komm, wir machen es einfach so. Wait a second. You're very good. Nice to hear, man. Nice to hear. I'm also very good, a little bit confused today, but yeah, we're getting there, we're getting there. Okay, ich bin gerade live auf Twitch. Wir zeichnen krumme Monster. Okay, brauche noch so ein schönes Dingy. Link in bio. Link in bio. Click here. Visit me. Visit me. Jetzt muss ich Google Übersetzer verwenden. you can
easily write in English, and I can also talk in English with you, so there's no problem about it. Even though my English is not the yellow from the egg, as we say, it's a common insider joke. The yellow from the egg. Yeah, you can write in English, and I can answer in English. But of course, if I talk German, so you cannot understand. I know. You cannot understand. Okay, Instagram. Instagram knows that we are drawing. So okay, everyone knows now. Everyone, every Discord I'm in. By the way, delete. You don't have a self-promotion channel on your Discord. I'm not able to post my Twitch link there if I'm online. Why? What's wrong with you? Okay. Ich versuche mein Monsterli. Also was mir zum Beispiel ist zwar super irgendwie dynamisch so im Gesamten, aber wenn man mal guckt, ist der Kopf irgendwie so verzerrt. Das ist bei mir oft so, ne? Ich mache halt diese Quadrate in der Art und Weise und dann ist der Kopf so verzerrt. Weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, so. Okay, trying. Okay, ich versuche mal, das ein bisschen besser hinzukriegen heute. Oh, ich freue mich total, wenn Fee nachher vorbeikommt. People will use me. Of course, you and your trillions of followers, they will use you. It's... I got new emotes. Wow, cool. What kind of emotes? By the way, are you using BTTV, the add-on for Firefox and Chrome? You might notice that I am not as energetic in my stream as you are. I have biggest respect for the energy you have in your streams. I really love it. And how you can do this for 6 to 8 or 10 hours, I have no idea. It's impossible for me. It's impossible. It's something... I tried once to be super energetic, and after 3 hours I was totally burned out. And now I'm just being me. Most of the German streamers are like this. We are very quiet and very like... So... Yeah, did you upload? Didn't catch what you say. Yeah, I bet. I asked if you... uploaded the emotes also to BTTV. That's an add-on for Chrome and Firefox, and you don't have to be affiliate or subbed to use the emotes, so you can use them. BTTV. Sorry, I haven't said nothing. Nothing. You heard nothing. Germans are very good at games, though. That's why they are very calm. Huh. Maybe. Yeah. Most of the people are very analytic and strategic. So I am not. Most of the people are very organized. I'm not. I'm chaotic, and unorganized, and I like it. Brings a lot of different and fun situations every day, so I like to be artistic, it's okay. And I want to play Crowned again with you. When do you play Crowned again?
So, me and my whole crew, we want to go on to... You're not organized. Yeah, you're not German. That's okay. You don't have to be. You're not German. But yes, the emotes are for subs. I don't know about any extensions though. Yeah, a lot of Twitch users and streamers using Better Twitch TV. It's an add-on for Chrome and Firefox, and you can upload 15 emotes, and then there is 50 more global emotes, and it has a lot of cool stuff like auto-collect the channel points, like the bonus channel points, or it can make you invisible on someone else's stream, and has a lot of good features. I found out about it yesterday, and I uploaded for our gaming channel, the Two Girls One Game gaming channel, a lot of emotes yesterday. And I found out the emotes I drew for the channel are not working because they are not drawn very well as emotes, so they don't work. The saturation thing and everything is a little bit off, so you cannot understand what kind of emote it is. And for my channel, I still have to upload them so you can use them with the BTTV. And they also have 50 global emotes, I guess, and GIFs like this. Yeah, 15 emotes. Only who uses the add-on can use the emotes on your channel, but that's okay because a lot of people are using it anyway. I'm so sad. I'm Angela Merkel. Sorry. She always looks like this to me, like... I'm sorry. No politician bashing here. No. Stop it. Oh, might have to check it out. Yeah, I'm suggesting it. You can see if you like it or not. It's up to you, but check it out. And tell me, please, do you play Grounded again today? Please, I'm begging you, delete! I have some plans, you know. I stream variety games every Friday. So it's Friday today, so is Grounded variety for you, or is it something, variety is something else and Grounded has a schedule? Phoenix! Yay! Right! Oh my god! Oh my god! Phoenix! Wer ist alles mitgekommen? Raid, juhu! Ich bräuchte irgendwie einen speziellen Sound noch für einen Raid. Kommt alles noch. Immer mit der Ruhe. Raid. Delete. So might do Grounded today. Oh, it would be so good. I'm waiting for you to play Grounded since 3 days. Zoltex, hallo. Hallo, liebe Raider. Willkommen bei mir auf dem Channel. Schön, dass ihr da seid. Phoenix. Wie geht's deinem Frettchen? So, Phoenix ist eine ganz, 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 ganz wunderbare Person, die ich auf Twitch gefunden habe. Und die kann einfach unglaublich schön zeichnen, super schöne Fantasiewelten. Also das, was ich mir träume auf meinen tollsten Trips, kann sie zeichnen und malen. Malen ist ja nicht nur zeichnen, es ist malen.
mit Farben und mit einer Technik, die ich, das habe ich, also ich kann es nicht und ich bewundere es ganz toll. Felix, du hast so ein riesengroßes Herz. Ich habe da was für dich. Geht mal rüber auf Phoenix Channel, checkt ihre Kunst aus, lasst ein paar Herzen da, folgt ihr und unterstützt sie. Sie ist noch ganz neu im Game und Phoenix, oh, ich werde dunkelbunt, ich werde dunkelbunt. Oh, Kate ist hier. Kate, welcome to the channel. Danke für den Überfall, den Lieder. Ah, the translation you're using, the translator is really good, it's really good. Was ist denn ein Krummelmonster? Das ist ein Krummelmonster. Und das ist ein Krummelmonster. Und das ist auch ein Krummelmonster. Es sind alles so kleine... Die ganzen kleinen Monster, die wir in uns drin haben und die den ganzen Tag immer so unsere Emotionen halt so. Das bin ich übrigens. Das bin ich. Mir entgleisen die Gesichtszüge. Danke, Afri. Ich dachte, wenn du so süß bist und zu mir kommst und mich raidest, dann bereite ich doch direkt auch was für dich vor, damit die Leute auch wirklich dich entdecken. Und einfach, dass du deinen Kanal so schnell wie möglich, so groß wie möglich bekommst, weil du hast es verdient und ich will dich unterstützen. Und es gibt wenig Menschen, die ich so schnell in mein Herz geschlossen habe. Daher, gut, ich höre jetzt auf. Jetzt muss ich gleich weinen. Süß. Oh ja, Cookie Monster ist auch sowas in der Richtung. Ganz genau. Ach, schön, dass ihr alle da seid. Oh, wir wurden geredet. Schon gefollowed, Kate. Yay. Wer ist hier? Hyotex? Hyotex! Schön, dass du da bist. Du bist neu hier, oder? Du warst noch nicht da. Wer bist du denn? Stell dich gerne mal vor, damit wir uns alle kennenlernen. Das ist eine echt schöne Zeichnung und die roten Haare sind auch toll. Moment, was? Die roten Haare? Ach so. Hier, von meinem Angry Guy. Diese Flammenhaare. Ja, die, da bin ich auch ein bisschen... Du kommst mit von Fee, du bist im Raid mitgekommen. Na, wunderbar, dass du hier bist, freue ich mich. Ah, vielen Dank, schön. Schön. Okay. Leute. Distraction is real. Sidetracking. Ah. Das ist so niedlich. Nein, Phoenix ist kein Phönix. Phoenix ist ein kleiner Drache, ein ganz süßer kleiner Drache, der ganz doll Feuer speien und zubeißen kann. Das ist Phoenix. Zumindest in meiner Welt. Okay, er kriegt auf jeden Fall wieder die großen Augen. Ich versuche quasi eine neue Version von unserem Krummelmonster zu malen, weil das ist ja das erste Krummelmonster, was ich erfunden habe. Und... ich versuche, den irgendwie nochmal neu zu zeichnen. Ihr seht noch nicht so viel. Ich bin noch gerade am leicht zeichnen. Aber es kommt. Es kommt alles zusammen. Phoenix hat schöne rote Haare. Oh ja, sie hat wirklich wunderschöne Haare. Das stimmt. Schöne rote Haare. Wie lange streamst du schon? Ich streame seit Februar. Lass mich lügen. Wie lange streamst du heute? Heute streame ich bis, ich denke mal, so um 3, vielleicht um 4. Also ich habe heute ein bisschen mehr Zeit. Normalerweise so immer 2 Stunden. Meistens von 12 bis 14 Uhr. Aber da ist der Soltex. Das funktioniert gerade nicht. Ich bin noch nicht. I don't know what she said. What who said? What I said? Just ask. Ich muss leider wieder gleich los. Ja, Kate, ist kein Problem. Ich freue mich, dass du auf jeden Fall hier warst. Das ist das Beste. Das einfach vorbeikommen, Hallo sagen und dann einfach auch wieder seinen Dingen nachgehen. Das ist völlig in Ordnung, ey. Jeder, der vorbeikommt, dafür bin ich dankbar. Muss noch einlaufen. Mein Gehirn. Also direkt, wie du dich in die Waschmaschine legst und viel zu heiß wäschst.
das so rumgeschleudert wird. Ah, schön, schön. Dir fehlt noch Stream Elements. Ja, Soltex, ich weiß. Und ich weiß, dass du einkaufen meintest, Katie. Ich wollte Kaffee trinken. Okay, ich muss das andere Auge malen, Leutchen. Oh, ich bin gerade da. Es ist so schön, dass ihr da seid. Ach Mann. Phoenix, wie weit bist du denn nun gekommen mit deinem Malen? Oder machst du jetzt gerade Nachbereitung vom Stream, dass du noch ein bisschen Ruhe brauchst? Vergiss vor allem nicht, auf Stream beenden zu klicken. Das passiert mir manchmal, wenn ich andere Leute raide. Dass ich dann einfach nicht auf Stream beenden klicke. Malen ist doch einfach Entspannungsberieselung. Ja, Klärchen. Deswegen auch die Musik in dem Style. Normalerweise nenne ich mein Stream auch Draw and Chill. Aber weil ich ja Bock habe zu chatten, ist es zurzeit Draw and Chat. Und ja. Lasst uns chatten. Ich hab Bock. Ich hab Bock, mit Leuten zu reden. In dieser Isolation vereinsamt man ja doch ein bisschen. So, Delete, if you're still here. We have very, very strict Corona rules. And we can't see anyone. So, right now, at the moment. So I feel lonely. I want to chat with the people. Ah, da hat sich jemand die Sachen. Schoki. Ja, Schokolade. Oh ja, Schokolade. Oh, ja. Oh, Schokolade. Ich habe ein extra Fach direkt neben meinem Zeichenzeug für Schokolade. Komm. Ja. German Chocolate ist the best. Und Geräusche, ASMR. Hat Phoenix, ist Phoenix dir gefollowt? Ne? Ich habe dich angeschaut, es ist eine sehr schöne Kunst, die du machst. Ah. Es ist so niedlich. I don't know what she said. Ah, she said, I thank you from the bottom of my heart. She said, thank you, because you said, I watched you and you make very beautiful art. And she said, I thank you from the bottom of my heart. So, Delete spricht nur Englisch und benutzt einen Google Translator, so dass ihr euch nicht wundert, warum er dann deutsche Antworten nicht so einfach versteht. Wir haben den Pilz und Eicheln gemalt und jetzt schiebe ich mein Brot in den Ofen. Bin aber da, okay, alles klar. Oh, frischer Brotduft, das ist auch echt geil. Why talk so much English without English writing viewers in your chat? Soltex, ich hab's doch gerade erklärt, Mensch, du. Der Delete ist doch da, Mensch, ja, der kann doch kein Deutsch. er spricht Englisch, dann habe ich über die englische Grounded Community gefunden. Also wer es nicht weiß, wir spielen auf Two Girls One Game Grounded meistens abends, also auch andere Games, aber im Moment Grounded. Und Delete hat einen mega geilen, habe ich eigentlich für Delete schon einen Shoutout? Nee. Also ich habe einen Shoutout für Delete, aber auf Two Girls One Game. Ah ja, so war das. I understand. ja, das ist das Ding. Genau, und Delete spielt verschiedene Sachen und ich liebe seinen Stream irgendwie. Er hat so eine geile Energie. Also geht ruhig auch mal auf seinen Channel. Falls ihr euch englische Channels anschaut, dann kann ich nur empfehlen, da auch mal hinzugehen, ihm zu followen. Da ist der Link. Um,
wer gut in Englisch ist und so. Und er spielt halt auch manchmal mit Zuschauern. Und das ist eigentlich, das war eigentlich so die, das Hauptding, was mich dann irgendwann gecatcht hat, weil er halt Grounded gespielt hat, live mit Leuten. Und ich hatte einfach super Bock, da reinzugehen und habe erstmal voll die Community-Base gebaut, wo sich im Prinzip jeder alles dann nehmen kann, wenn er da spawnt und so. Ja, und jetzt habe ich eigentlich eine richtig geile Idee für den Safe, aber dafür muss ich ihn zwingen und überreden, heute Abend wieder das Spiel zu spielen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich mit Two Girls und vielleicht auch ich über meinen Channel heute Abend bei ihm auf den Safe gehen. Und richtig ausrasten. Richtig ausrasten, sage ich euch, Leute. Wir haben so eine geile Idee. Leider kann man immer nur 4 Spieler bis jetzt auf einen Safe laden. Das heißt, wir können leider nicht noch mehr Leute einladen, da mitzumachen. Sonst hätte ich gesagt, kommt alle vorbei und helft uns bauen. Aber es wird auf jeden Fall, es wird legendär, sage ich euch. Es wird legendär. Das hat noch niemand gemacht. Es hat noch niemand sowas gemacht. Und das Game hat ja nun schon bestimmt, also sagen wir mal so 50.000 Leute, mindestens 100.000 Leute, die das jetzt irgendwie schon spielen. It's not the green from the egg. Aha, aha. I believe I spider. Ja, I told him that my English is not the yellow from the egg as well. Oh Gott, aber deins ist nicht mal das Grüne vom Ei. Das ist natürlich interessant, Soltex. So, Delete, if you're still here, you see the Germans, we have very, very weird, like, sayings? Is it sayings? It's not sayings, how is it called? Like the lines you say in the everyday life, so the... Like little texts you have on your calendar or something? I don't know what it's called in English right now. So, also, wir versuchen unser Grummelmonster neu zu malen. Ich denke, das wird. Das sieht schon eigentlich ganz gut aus. Vielleicht muss ich das zu meinem Shoutout übrigens mit den roten Haaren, das muss ich vielleicht für das Shoutout zu viel noch dazu hinzufügen. So, mein süßer kleiner Hausdrache mit den schönsten roten Haaren der Welt. Das ist irgendwie sowas. Mal gucken. Bauchi. Ist immer wichtig, bei mir müssen die immer alle so einen kleinen Bauchi haben. Ach, Brot, ey. Ich riech das Brot schon, obwohl du es noch gar nicht gebacken hast, schon bis hierher, Fee. Bis hierher. It's a phrase. Ja, phrase. Danke. Danke viel. Eine Phrase. Phrase. Yep. Hi, Pension Art. Juhu, du hast die Katze. Ich liebe übers Katzen-Emotes. Bei mir wird es Katzen- und Hamster-Emotes geben. Hamster sind das Beste. Die besten Tiere der Welt. Allerbesten. Aber Katzen sind halt auch mega geil. Okay, ich will ihn auf jeden Fall ein bisschen runder und knuffeliger machen, als er quasi im Original war.
When you ghost me on the nerven, I put you in the gully, does the Deckel drauf and you never come back to the Tageslicht. Diese deutsch-englischen Phrasen, das ist echt, ja, ist lustig. Es ist lustig. Es ist auf jeden Fall lustig. Guck mal, der kommt doch schon wieder ganz gut, ne? Ich weiß, ihr seht den noch nicht ganz so wie ich. Ich finde das übrigens immer noch super schwierig mit dem Mikrofon. Das Mikrofon ist in meinem Weg. Ich muss das Bild immer mal umdrehen und mal von allen Seiten halt irgendwie so machen, damit ich dann sehe, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Mit den Proportionen und so. Wenn man digital malt, kann man das ja immer übelst easy einfach spiegeln. Aber wenn man halt so traditionell rumbastelt. Phoenix wird mir da sicherlich recht geben. Da ist das immer gar nicht so einfach. Wie spiegelt man Sachen, die man traditionell malt, ne? Ich meine, es gibt dem Ganzen halt auch Dynamik, wenn man es nicht spiegelt. Aber ich will den ja diesmal ein bisschen gleichmäßiger hinbekommen. Ich war heute das erste Mal mit Cam online, war das erste Mal mit Cam heute, hast du gesagt? Ne? Achso, Painshot, es ist nicht das erste Mal mit Cam heute, aber seit langem jetzt wieder mit Cam. Also ich habe mir halt lange überlegt, wie ich es am besten mache, dass es gut aussieht und Zoltex. und ich habe jetzt halt eine coole Möglichkeit gefunden, das über OBS so einzustellen, dass ich das Bild halt so teile. Das hat sich dann gestern mir eröffnet über das Internet, das Interwebs. Und bin ich jetzt ganz froh, dass ich das so geteilt habe. Ist eigentlich ganz cool. Ich mag es jetzt im Moment, die Aufteilung. Aber vorher war ich immer nur so klein irgendwie in der Ecke und dann. Ihr seht ja auch hier oben meine Webcam, mit der zeichne ich quasi das Bild auf. Vögelchen gibt es bei mir noch. Hä? Was habe ich jetzt schon wieder verpasst? Moment. Darum habe ich das Ding jetzt aufgehangen. Muhahaha, hat gekostet nur ein bisschen Holz und 4 Schraube Sonnenblume. Was? Gar nicht, aber so bleibt es lebendig. Ah, okay. Da habe ich das vorhin falsch verstanden. Ja. Jetzt hör auf mit den Autosprüchen. Nein, ich möchte das nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen embarrassing, weißt du? Ist da ein bisschen embarrassing, Mann. Wenn du das machst, gehe ich in meinen Ghetto-Slang und vergraul euch alle mit meinem Ghetto-Slang. Ja, Digga, weißt du, ja? Der Yellow von die Ecke, er ist nicht so grün, wie du sagst.
Ach, das Mikrofon hast du aufgehangen, deswegen. Ja, seht ihr, das ist das Ding. Man muss wirklich immer im Chat, das habe ich mir jetzt auch schon angewöhnt, also dass ich das besser mache, im Chat ganze Sätze schreiben, damit derjenige quasi, der streamt, auch versteht, um was es gerade geht, weil meistens ist das, worüber man geredet hat, schon wieder 5 Minuten her, bevor der Chat erst an der Stelle ist mit der Antwort. Und ja, sehr schön. Das Mikrofon habe ich aufgehangen. Versteht ihr? Ich weiß, was du meinst. Das Mikrofon aufhängen. Ich habe ja so ein... Ist so das? Und diese Mikrofone, auch bei dir... Gut, ich könnte es... Nee, ich könnte es aufhängen. Ich könnte es theoretisch aufhängen. Man muss hier reinsprechen. Da, wo das Logo ist an der Seite, da muss man rein. Man denkt immer, man muss von oben reinsprechen bei denen, aber das ist nicht so ein Mikrofon. So eins zum oben reinsprechen habe ich auch. Warte. So eins zum oben reinsprechen sieht dann so aus. Ist quasi eine Art Kugelaufnahme, aber es nimmt dann quasi von oben. Also Mikrofone haben verschiedene Richtungen, von denen sie quasi den Delay kannst du beeinflussen. 5 Minuten Verzögerung ist arg viel. Es kommt mir nur wie 5. Also ich habe kein gutes Zeitgefühl. Mir kommt es wie 5 Minuten vor. Ich habe keine Ahnung, wie lange das ist. Und den Delay, ich habe versucht, den runterzuschrauben, aber ja, kein Plan. Auf jeden Fall sind das Mikrofone zum oben reinsprechen und das sind Mikrofone zum von vorne reinsprechen. Dann gibt es noch welche, die quasi von beiden Seiten, und dann gibt es welche, die von allen Seiten, die man eher als Raummikrofone benutzt für Gruppenchat und so weiter. Bla bla. Okay, genug. Das Monster wartet. Das Monster wartet. Es will gezeichnet werden. Sylvie, Sylvie. Draw me, draw me. Übrigens für alle, die sich wundern, wie ich ausgesprochen werde, ich habe das schon jetzt, ich habe da rausgefunden, wenn ich den Leuten sage, wie Survivor. Aber ich bin ja kein Sir, deswegen Survivor. Survivor ist mein Rappername. Das, also, ja. Ich rappe nicht wirklich aktiv mehr, aber mein Rappername ist Survivor und mittlerweile passt es halt super gut, weil ich eben so viele Survival-Games spiele. Und ja, für alle, die sich gewundert haben, wie man es ausspricht, es ist Survivor. Survivor. Also Painchen, wenn du mir noch irgendeinen Tipp geben kannst, wie ich den Delay quasi verringern kann, dann schreib mir es gerne in den Chat oder per PN. Oh, guck mal, da kommt ein Schäfchen in den Chat gehoppelt. Marla, du bist auch hier. Ach, wie wunderbar. Schön, dass ihr beiden da seid. Phoenix ist hier, Maler ist hier, Soltex ist hier. Ich glaube, Delete ist immer noch hier. Der ist bestimmt im Lurk, weil er Deutsch halt einfach nicht versteht in dem Ausmaß. Dann, wer ist noch hier? Hyotex ist hier. Hyotex kenne ich noch nicht, kam aber mit dem Raid von Phoenix rein. Und Maler, wunderbar. Wie geht's dir? Wie läuft's mit deinen Zeichnungen? Wenn ihr Marla noch nicht kennt, Marla habe ich auch geradet und entdeckt über Twitch und muss sagen, Instant Crush auch, ihre Kunst ist sehr eigen und drückt ganz viele Sachen aus, die man vielleicht auf dem ersten Blick nicht vermuten würde. Ich liebe zum Beispiel dein Bild mit der Schnecke auf dem Stein und checkt mal Marlas Kanal aus. Guckt, was sie für Kunst macht. Und wenn es euch gefällt, folgt ihr. Und guckt ihre Streams. Super entspannt, super lieb. Ganz, ganz schöne Emotionen, schöne Vibes, die darüber kommen, immer in dem Stream.
Ja, ich habe, glaube ich, ein Händchen für so entspannte, herzliche Menschen mit großem Herz. Ja, auf jeden Fall. Phoenix, Maler, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man mal via PN reden, weil das kommt doch auf deine Leitung an. Meine Leitung ist ziemlich gut. Also ich habe eine lange Leitung, aber eine schnelle. Soltex geht in den Lurk. Benutzt ruhig das richtige Lurk, Soltex. Ich lieb's. Phoenix, ich finde, der Name passt so wunderbar zu dir. Oh, danke. Danke, danke, danke. Habe ich mir auch ganz alleine ausgedacht. Naja, fast. Also, es ist ein bisschen über auch MacGyver damals abgeleitet gewesen. Ganz gut. Probiere momentan wieder was Neues aus. Und bei dir so? Ah, oh, du bist Zucker. Danke. Was probierst du denn gerade aus? Und du hast es verdient. Du hast alle Unterstützung verdient. Deine Sachen sind, wie gesagt, wunderbar. Ich mag deine Kunst. Sie ist so. Wie soll ich das sagen? Ja, er hat viele Ebenen. Er hat viele Ebenen und das, sowas liebe ich ja. Ja. Phoenix, muss ich sofort abchecken. Mach das. Mach das und du wirst es lieben. Ich verspreche es dir. Es geht runter wie Öl. Dabei habe ich die Woche kein einziges Mal gestreamt. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Soltex zieht sich in einer Ecke zurück und schaut den anderen Kindern beim Spielen zu. Ich mag das. Ich mag meinen Look. Sorry, aber der ist einfach witzig. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich das hier unten so gemacht habe. Weil das wie Beine aussehen sollte und dann die Füße. Aber ich glaube, das ist nicht nötig bei so einem 2D. Was ich auch brauche, ist hier nochmal der Bauch hier. Wollte mal wieder etwas von den Outlines weg. Ah, gute Idee. Na, ich habe letztens ja auch quasi aus Versehen ohne Outlines gemalt. Meine Meerjungfrau. Aber ich habe auch noch irgendwie vor, sie mit Feinlinern. Also, ich muss mir noch Feinliner bestellen. Wenn mir jemand übrigens was Gutes tun will, ich sage es jetzt einfach mal im Stream. Ich habe meine Amazon-Wünschliste unten verlinkt und da sind viele Sachen drauf, die ich irgendwie gut gebrauchen könnte zum Zeichnen. Und es sind viele Sachen, die auch nur ein, zwei Euro oder so kosten. Also, ja, keine Ahnung, fühlt euch nicht gezwungen, aber die Liste ist da. Ja, genau. Und die Feinliner, die bunten, würde ich mir halt gern bestellen. Also ich glaube, die Trilix, wie hießen die? Tri Plus von Städtle? Ich glaube, das waren die ich mir jetzt ausgesucht hatte. Halt verschiedenfarbige Feinliner, um die Outlines nicht mehr in so einem harten Schwarz zu zeichnen die ganze Zeit. Einfach damit das ganze Bild ein bisschen sanfter wirkt im Gesamten. Genau. Wui, ich bin happy, ich liebe Andersartigkeit. Maler müssen wir mitnehmen und mitpushen. Auf jeden Fall, Maler ist auf jeden Fall. Übrigens, Phoenix, jetzt wo ihr beide im Chat seid. Maler, Phoenix, stellt euch einander vor, guckt euch an und wir werden zusammen auf jeden Fall Scribble.io spielen. Wir müssen uns das noch ausmachen, wann und wie und wo wir das machen. Wir können von mir aus gerne auch alle gleichzeitig streamen, wobei es immer ein bisschen doof ist, wenn man selber streamt, weil die anderen dann lunchen können, was man eigentlich gerade malt. Ariella habe ich auf jeden Fall noch mit auf dem Schirm und ich schau mal, vielleicht machen wir es auch international, aber international ist schwierig, weil die Wörter immer alle. Nee, international wird nicht gehen. Wir müssen es auf Deutsch machen. Also, wenn euch noch geile Leute einfallen, die bei uns irgendwie ein bisschen so dazu passen zur Runde, die Bock haben, mit uns Scribble.io zu spielen. Es macht eigentlich Spaß, wenn man so ab fünf, sechs Leute. Es macht auch zu dritt Spaß, aber ich würde sagen, umso mehr, umso besser. Und wenn euch Leute einfallen, lasst uns mal irgendwo auf Discord connecten und eine Liste zusammenstellen, die Leute anfragen und dann einen Termin finden, wann wir Bock haben, mal alle zu spielen. Was ist ohne Outlines malen, Felix? Du malst doch die ganze Zeit ohne Outlines. Oder? Du machst doch keine. Also, eine Outline ist ja diese schwarze Linie. Und ohne Outlines ist quasi im Prinzip ohne Outlines. Also du machst die schwarze Linie nicht. So, bei meiner Meerjungfrau habe ich das halt gemacht. Also es ist halt quasi, wenn das Bild nicht mehr, wenn die einzelnen Elemente im Bild nicht durch extra Linien so hart abgegrenzt sind, sondern eher durch den Farbton, die Sättigung und so weiter einen Kontrast erreichen.
Ja, sieht es zwar aus wie Outlines, aber das sind im Prinzip die, das sind die Striche vom Bleistift, die drunter sind. Das ist im Prinzip ohne Outlines. Hier sieht man es ganz gut, an der Schwanzflosse sieht man es ganz gut. Ja, hier oben sind gar keine Outlines mehr bei dem verschwommenen Wasser und so. Das ist ohne Outlines zeichnen. Oder hier, ich habe jetzt zum Beispiel keinen, den BH, sage ich jetzt mal, nicht extra umrandet, beziehungsweise die Meerjungfrauen-Fischschuppen, die habe ich jetzt nicht extra umrandet. Ich will kurz den Chat. Naja, im Comic-Stil beispielsweise malt man ja die Outlines, also Umrandungen, aber es gibt auch Stile, in denen man die weglässt, ja. Gartic Phone ist auch super. Ja, Gartic Phone habe ich jetzt mir noch nicht so angeguckt, aber ich weiß, dass es auch ähnlich gut ist. Also ich müssen wir gucken einfach, welches uns besser gefällt. Schauen wir uns einfach die Programme mal an und dann entscheiden wir, worauf wir Bock haben. Ist ja uns überlassen. Gott sei Dank. Niemand kann mehr bestimmen. Niemand kann mehr bestimmen. Nur wir. Ist das nicht schön? Das ist eigentlich das Allerschönste am Erwachsensein. Dass keiner sagen kann, was man zu tun hat. Man darf das alles selber entscheiden. Yay. Bitte. Andere Fuß. Und das Quotenschaf ist also verliebt. So, so. Ich habe das schon registriert, aber da werde ich nicht so viel drauf eingehen können. Echt, juhu. Oh, ohne Outlines. Ja, keine Begrenzung mehr. Freiheit für die Farbe. War das so offensichtlich? Ja, du hast es ja in den Chat geschrieben. Offensichtlicher geht's ja nicht mehr. Natürlich auch die Frage, wie ernst das am Ende gemeint ist. Ich vermute mal, du meinst das gar nicht so ernst. Aber das kann man ja immer nicht wissen. So. Ich flirte doch mit alles und jedem, genau. Deswegen versuche ich das auch nicht so ernst zu nehmen. Deswegen werde ich auch nicht weiter drauf eingehen. Das klang so, als ob du es schon vorher wusstest. Ja. Also, ja. Ich habe sehr feine Antennen für alles Mögliche bei Menschen. Das ist auch nicht böse gemeint oder so, also ist okay. Aha, aha. Okay, wie machen wir hier oben diesen kleinen Flauschi? Also sei dir halt bei allem, was du sagst, darüber im Klaren, dass mein Partner eigentlich so ziemlich immer bei mir auf dem Channel und im Chat alles mitliest und mir zuguckt. Weil er mich nämlich sehr, sehr liebt und ich ihn auch. Und er mich immer unterstützt von Anfang an. Das ist halt echt krass.
Ich finde es bis jetzt immer noch krass, dass du das machst übrigens. Dass du jeden meiner Streams einschaltest, immer offen hast, egal was du machst. Das ist super süß. Ich heul gleich. Nee, nee. Kaffee. So, Füßlis. Haben wir die Füßlis soweit? Ah, guck mal, das sieht doch ganz niedlich aus. Okay, da muss ich mich auf jeden Fall diesmal wieder für die Farben irgendwie, wie ich das mache, entscheiden. Ah, es wird so schwierig, ne? Entscheidungen sind übrigens was, was ich überhaupt nie ab kann. Immer diese Entscheiderei. Den ganzen Tag. Ah ja, die regenbogenkotzende Fliege wird wieder unsere Unterlage. Die regenbogenkotzende Riesenfliege. Ist ja auch so super. Und eigentlich müssen wir aus ihr auch ein Emote machen, oder? Oh nein, das finde ich jetzt gruselig, dass mein Partner immer im Chat ist. Ich finde das nicht gruselig. Ich finde, das ist die schönste Art, mir Support und Liebe zu zeigen, mit der ich nicht gerechnet hätte, tatsächlich. Die Fliege ist so geil. So, seht ihr eigentlich meine Stifte hier hinten? Nee, ihr seht sie gerade nicht mehr. Unser kleines Krummelmonsterli ist ja türkis. Brauchen wir noch ein Blatt, um unsere Farben zu testen? Da habe ich ja auch noch eins. Und hier drüben vielleicht. Gucken, dass das alles gut aufgeteilt kriegt, dass man alles so weit sieht. Die Arme. Welche Arme? Die Arme von dem Monster? Arme? Ich Arme? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, wir brauchen also Gelb, nämlich ein Barium. Mhm. Mal, ob ein anderes Gelb noch schöner leuchtet. Das ist mir zu krass, glaube ich. Das ist eigentlich schön hell, aber ich... Naja, das Barium ist, glaube ich, echt mein Liebling geworden mittlerweile schon. Ach, die arme Fliege! Du meinst bestimmt die Fliege, Maler, oder? Meinst du die Fliege? Oh, die arme Fliege. Aber die supportet uns ja auch. Verstehst du? Die ist ja im Hintergrund. Unterstützt uns in unserer Malerei hier. In unserer Malerei. Ja, die Fliege. Ja, die ist super. Die ist super. Wenn, ich glaube, die Fliege, die wird nochmal ein Emote werden von uns. Also ich habe jetzt, wie gesagt, rausgefunden, dass man mit dieser Better Twitch TV App für Chrome und Firefox seine eigenen Emotes, bis zu 15 Emotes hochladen kann auf seinem Channel, ohne irgendwie Affiliate sein zu müssen oder irgendwas. Und jeder, der die App benutzt, kann dann auch die Sachen benutzen quasi von einem.
Also, du kannst die Emotes mitbenutzen auf dem Channel und das werde ich dann, denke ich mal, im Laufe des Tages noch ein bisschen anlegen. Ich habe jetzt noch keine eigenen Emotes für diesen Channel. Es werden vermutlich die Krummelmonster auf jeden Fall Emotes werden von mir. Ich hoffe, dass das, ja, ich denke, das wird, werdet ihr gut finden, weil die halt eben auch schon so Emotionen ausdrücken. Und dann werde ich auf jeden Fall noch ein paar Hamster und ein paar Katzen mit reinnehmen. Ich mag die einfach. Ist das kostenlos? Ja, ist es. Es ist kostenlos. Mhm. Ja, man muss ja auch sehen, dass man nicht überall Abos abschließt und so. Ich habe ja auch eine Zeit lang Epidemic Sound genutzt für die Musik und so. Aber das ist jetzt auch ausgelaufen und ich wusste eigentlich schon relativ zeitig, dass ich das dann nicht abonnieren werde, weil es einfach nicht das, mir nicht das gibt, was ich brauche quasi. Oh mein Gott, schon wieder Raider. Das ist der zweite DEFCON Raid. Woo! Welcome Raiders. How are you? Good morning everyone. Oh mein Gott, Mr. Simposter coming in mit thousands of Emotes. Oh mein Gott. These are my English Scribble.io friends and they also play Valheim and what else was it? You play Valheim and what was the other thing you have the server for? I forgot about it. DEFCON, what is the other game you play? Hello everyone, how are you? Good morning. I hope you had nice gaming. And who won the Scribble.io? Valorant? No, it's not Valorant. You play something else. Raven is here. Chopin Wafer Sticks is here. Rotas is also here. Good morning. Aww, I love you guys. I love that you always stop by and say hello. We are redrawing my first Grommel monster I ever drew, and I want to make a better version of him. And they become my emotes. It might be that they become my emotes. We are better Twitch TV add-on for Google Chrome and Firefox. Scissor Raiders in. I started playing Valorant recently, but I've also done far a bit of Satisfactory. They play Satisfactory. So, do I have a shoutout for DEFCON? DEFCON is a really, really great guy. So, wenn ihr DEFCON noch nicht kennt, und das ist halt auch wieder Englisch international. Die spielen Satisfactory, Valheim und Valorant. Und Scribble.io. Durch sie habe ich Scribble.io kennengelernt. Wir spielen das auf Englisch. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das für mich ist. DEFCON macht geilen Content und ist jetzt auch gerade erst Affiliate geworden und oh my god, I think I don't have a DEFCON. No, it's not this, it's so DEF. What? Where's my shoutout? Nightbot? Maybe I mixed it up. Maybe I don't have it on my German channel right now. Shame on me. Go on DEFCON's channel, check him out. Geht alle dorthin, folgt ihm und lasst mal ein bisschen Liebe da. Ich spreche Englisch. Wenn Sie also auch Englisch sprechen, können Sie gerne irgendwann in meinem Stream vorbeischauen. Alle mit ihrem Google Translate fühlen sich so schlau. Ah, schön. Ach. So. Amazing drawings as always. Thank you, Rotas. You're so talented. Oh, that's Sheila. Sheila's also an awesome streamer, by the way. Maybe Codenames? Codenames is the other game that you play, but I don't think I got how you play Codenames. Follow Train is starting. Phoenix.
Oh mein Gott. Ah, schön, 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 schön. Malst du sie dann noch digital, Maler? Ich male die eigentlich nicht digital. Ich fotografiere die mit meinem Handy, also mit dem iPhone geht das ziemlich gut. Und ich schneide die aus, also im Photoshop, mache den Hintergrund weg und tue an den Farben rumdrehen. Ich habe jetzt aber bei meinen, ich weiß nicht, ob du früher die Maus-Emotes und die Snowy-Emotes gesehen hast. Die werde ich alle digital nachbearbeiten müssen, weil die funktionieren leider so nicht. War ich ganz traurig gestern, als ich das festgestellt habe, aber naja. Naja. No, I have the Shoutout for DEFCON on the Two Girls One Games. Two Girls One Game Channel. So if you guys don't know, go to Two Girls One Game. We play every evening. These times we play Grounded a lot. We're building a spaceship over there right now, so maybe you're interested in how to build a spaceship from grass planks. So check it out. We start at, oh, what is it at your time? It's 10 a.m. Boston time and it's 4 p.m. German time. Yeah. Sheila streams. Yeah, Sheila streams. I think she streams. I think I saw her streaming on DEFCON's server. I think she. All right, Sylvie, good luck. Thank you, Simposter, for checking in, and thanks everyone to stop by. It's always a pleasure for me, and I appreciate the raids from DEFCON a lot. Thank you. I checked, no video appeared. Oh, maybe it's another Sheila? I think I saw some. Don't take me too seriously. I'm gonna check the Discord later and send you a link. I'm really pretty sure there was a Sheila streaming. We were playing Scribblio with her. Wasn't her name Sheila? DEFCON already put her stream link in the Discord, so like one or two times. So it should be easy to find her. So. Genau, Maler. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde meine alten Emotes, also die alten Emotes, die, Ma die Mäuse und den Snowichi und so, die werde ich wahrscheinlich digital nachbearbeiten. Ich muss aber das Tablet noch einstellen dafür. Und ja, Schatz, bringst du mir das Tablet nachher hoch? Danke. oh, Raven Ramble Streams. I shout her out every time she chats on my streams. Raven Rambles. Is it the. Oh God, no, I don't want to say something wrong. Is it the a little bit Indian looking kind of girl? Or. Is it. She has so big round eyes and a little bit darker skin, dark brown hair, and she looks really kind. Is it this girl? Is it Raven Rambles? Is it Raven? Raven, is it you? I don't know. Let me choose pink for the feet. Ashley. Ashley, I think it's Ashley. I'm really sorry. I mixed everyone up. Everyone's a great streamer and content creator here. What can I do? What can I do? Ah, and guys, if you don't know, go check out Marla Mutig. She's in the chat too. I'm gonna give you the link real quick. And also check out Phoenix. They are both German art streamers and both do amazing art. So if you like art, check them out. Give them a follow so they can grow their community. I'm the worst streamer, Raven. Ah. Now, yeah, make the link for everyone. Yeah, it's you. It
It was you. Go check out her too. And also, if you guys have Instagram links or any other links you wanna share. No, don't forget everything I said before. I wanted to say you can share everything in the chat, but I changed the settings, so you can't right now. So this may be for the face. Und dann brauche ich noch ein anderes Rosa für die Füße, glaube ich. Ich will, glaube ich, das nicht so gesättigt haben. So viele rosa Stifte. Da kann ich mich entscheiden. Raven is great. Lies. I agree. DEFCON 2 agrees. I'm dying. Stop it. Why are you talking with yourself all the time? DEFCON, you haven't more than one personality. Have you checked the doctor lately? Is everything okay with you? Ah, this is a nice pink too. Which is which? Witchy witch. Oh gosh. Guys, kill me. Maybe I decide which pink I use when I pick the color, after I pick the color for the fur. Go to bed, DEFCON. Yeah, geh ins Bett. Mach dich ins Neste. You have a golden heart. Oh, stop agreeing with yourself, Laura. Banana share herbs. How do you spell this name? Oh my god. I agree with the DEFCONs. Ah, okay, das ist also auch DEFCON, also der Typ, ne? All three DEFCON. Support Raven Bob. Papers all day, why do I love the extra paper so much? Which extra paper? This one? Bananas are herbs. Okay. Bananas are herbs. You know what? I have a banono. There's a girl. She drew a banono. And a yes. There's the banono. And there's the yes. I really like that. I don't know why you like it so much. Maybe there is a hidden mermaid face here and the tail. I was actually checking different color situation I want to draw. I have a lot of mermaid ideas in my head that I want to draw in the future, but yeah, today is the Grummel Monster Day. And this was like, which colors do I want to use so it looks cohesive, and this is a color combination I found via Draw with Waffles. She's on YouTube. She's an amazing YouTuber. She doesn't know about me, so I watch her videos and learn everything about saturation, colors, and contrasts from her, and how to. Yeah, I just learned how to start drawing and not be too serious with a little failures and everything. I like the extra paper too. It looks like art itself. Oh, it's not extra paper, Sheila. It's the drawing, Sheila. Color swatches. Yep. Okay. To add on this paper, we need a color for this guy. I think maybe the BB10 is already the right number. Oh god, Leute, ich muss ein bisschen Deutsch-Englisch switchen heute hier. Damit ihr auch alle was versteht. Damit ihr alle was versteht. Was sagt ihr dazu, oder? Die PB10? Vielleicht noch ein bisschen blauer?
Oh, das ist zu dunkel. That's too much. Too dark. Too dark. I want to tempt turquoise and I mean, I could use this as a shadow. Could use this for the body. But I need another lighter. I want to see the different colors here. He has like a light green and then the base color and then a shadow color. I might still have those pencils too. Wait. Irgendwo die Confusion is real over here. Ich hab irgendwie die Stiftebox. Das ist die ganz alte Touchmarker-Stiftebox von meinem Freund. Und ich benutze eigentlich hier die Ohuhus. Achtung, Werbung. Nee, keine Werbung, unbezahlte Werbung, aber ich liebe die Stifte einfach. Ich wollte euch nur zeigen, mit was ich arbeite. And there might be a slight color still in this touch box. Oh, eigentlich habe ich auch so helle Grün- und Blautöne bei den Pastellen. Oh, this color is wonderful. Jetzt will ich die Farbe benutzen, aber ich habe das Gefühl, der Stift macht nicht mit in der Masse. Die sind halt schon 15 Jahre alt, die Stifte. Und dementsprechend nicht mehr ganz so fit, sage ich jetzt mal. Aber die Farbe ist so schön. Ich würde sagen, das ist die Farbe, die ich benutzt habe. Vielleicht kann ich ja eine von meinen Pastelltönen finden, die so ähnlich ist. Moment mal. Vielleicht nicht hell genug. Zu grün. Okay. Wir finden das schon noch raus. Keine Sorge. Immer schön. Ja, ist schwierig. Ich glaube, so ein Pastellton wie das habe ich nicht. Ich würde wahrscheinlich den nehmen. Horizon Green. What a name. Ja. Und dann... Fällt mir, glaube ich, also das Grün nicht so gut als dunkler Ton. Das kommt wieder raus. Das ist noch grüner. Ich fand eigentlich den schön, aber vielleicht machen wir es auch nur mit einem dunkelgrau. Wir können auch einfach I have a turquoise ink blue. Er springt mir direkt aus der Hand. Ah, sieht aber irgendwie zu warm aus. Kommt euch das auch so vor, dass er irgendwie so warm aussieht? Irgendwie, keine Ahnung. So, dann haben wir noch das dunkle Grau. Können wir mal gucken, ob das auf dem...
Wow, das ist auf jeden Fall ordentlich dunkelgrau. Wir lassen uns die beiden Optionen mal offen hier. Und machen erstmal die Base-Color von dem Sweetheart. Und zwar mit dem Horizon Green. So. Jetzt ist auch einmal total ruhig im Chat geworden. Where is everyone? No one's talking anymore. Und zwar hier. Alle in den Lorg verschwunden. Das ist okay. Da kann ich mich ein bisschen konzentrieren. Ist eigentlich auch in Ordnung. Quotenscharf, I am here. Dead Sheila, I am here. Schön, okay. Ihr guckt ganz gemütlich und entspannt zu. Und ich mal ein bisschen aus. Roll call, I am here. Yeah, you have to call the number. 1, 2, 3. I was reading an article. Ah, anti-lurk. Zoltex. Oh my god. Ja. Mala, wie kommt es eigentlich, dass du nicht gestreamt hast diese Woche? Ah, mein Bein ist auch tot. Uff, ouch. Oh, mein Bein. Ich werde mit den Fuß kreisen. Ah. Was war da los bei dir? Gab es technische Schwierigkeiten oder was? Who else is an artist here in the chat by itself? Like, I mean artist, you know, like just people that like to draw. Not a professional, or even if you're a professional, you can tell it, but who else loves drawing here in the chat and does their own art? You can send like your Instagram links if you like. Ach, keine Lust irgendwie auf Konversation. Oh, okay. Ja. Gibt's auch solche Tage, ne? Ich hoffe, dir geht's bald wieder so, dass du wieder Bock auf Konversation hast. Aber ist ja okay. Ich meine, lass dich einfach berieseln, sei da, genieß es und vielleicht malst du ja nebenbei ein bisschen und vielleicht geht's dir ein bisschen besser. I wish I could draw. The Chila Artist. I'm trying to I try to open the post links option. Wait a second. There was an option somewhere. Ah, okay. Okay, now you should be able to send links. If you have Instagram links somewhere, then please feel free, let it rain links. Postet alle eure Instagram links hier rein, damit wir uns gegenseitig supporten können und fühlt euch herzlich eingeladen dazu. Ich habe damit kein Problem. Sollte jetzt funktionieren. Ich habe es gerade ausgeschaltet und das Verbot quasi. Eggplant Grace! Woo! Hi! Hi, how are you? What are you doing? Thanks for stopping by. Hope you feel great today. It's Friday. You only have to work today. Maybe you're not hearing me because you're at work right now. Artist, maybe, but not that kind of artist who draw pictures. Das hat Zoltex. Du kannst
alles, was du an Kunst machst, wenn du Musik machst zum Beispiel, poste deinen Soundcloud-Link oder irgendwas hier rein. Wenn du, keine Ahnung, was auch immer du tust, wo auch immer du es teilst, DeviantArt, deine eigene Website, was auch immer, haut's in den Chat. Funktioniert. Danke, Maler. Danke, Maler. Go to Malers Instagram and like all of her pictures. Because she does great art. My tools are not brushes, but words. Good, just getting out of bed for work. Oh, good morning then. Good morning. Enjoy your getting out of work, lurk. No, out of bed, lurk. Getting out of work, lurk. By the way, we invented the twerk lurk yesterday. Don't ask. Don't ask. Always something weird happening over here. Always. Always. Hi Phoenix, wie geht's eigentlich deinem Brot? Wie weit ist das? Wie weit ist dein Brot? Du wolltest doch was backen. Ist das schon essbereit? Schickst du mir dann ein Stückchen? So Akrümchen? Akrum? Good, just getting. Oh my God, your art is so cute. Yes, Marla's art is really cute. It is in-depth, deep art and it's very cute. Also, Phoenix art is very cute. She is more like, how can I say this? Like, have you ever dreamed of your fantasy castles in the pink and yellow sky with the moon and the stars? This is what Phoenix draws, and Mala is more like she talks her emotions also with her drawings. Like there's always a story behind her pictures. And then there's eggplant craze. Do I have a shout out for Grace is not ready yet on this channel, but on Two Girls One Game, I already put a shout out for you, Grace. Eggplant Grace does also amazing art. I'm gonna think if I let her draw my emotes. Actually, Grace, are you down to that? You're gonna draw the emotes for me. I don't want to. I'm bad in drawing emotes. Yesterday, I installed BTTV. On my channel, so people can use emotes. I installed it on my channel and on Two Girls One Game. And I found out that my emotes are not working because saturation and contrast, lack of contrast, and if when they are so small, you cannot really understand what is this picture telling me. So. I have to learn a bit. And then I also suggested your art to Moops Like Jagger, the grounded social media manager. And he was like amazed by your work. They're hiring graphic designers right now, so hint, hint. He actually saw your stuff in the grounded Discord before. It was not just me. I lost the thread. What are you making today? We're redrawing my old grumble monster, the grumpy monster. See? He was the first version and he had a tough time. He had a really tough time. Like, there's a lot of memories bound to this picture. What happened, why it's broken, and why it has so many. Ah, I'm gonna cry again. Oh, so, it had a tough time. And I'm redrawing him, so I maybe be able to use him as my emote. I wanna draw all my grumpy monsters for as emotes. Because I love them. They are so cute. They're all
one part of showing one part of my feelings that I have from day to on a daily basis, so I redraw them. Each one of them. Miyuki! Willkommen, willkommen bei uns! Guckt euch das an, wie viele Leute jetzt im Chat sind. Alles international. I love that we are an international community. I love it. It's like from the bottom of my heart. I'm a person that loves to be connected to the whole world and talks in all the languages. I was one of my biggest wishes. War einer meiner größten Wünsche ever, alle Sprachen der Welt sprechen zu können. Und ich spreche auch einige Sprachen. I was one of my greatest wishes ever, so to speak all languages in the world. So when I was a child, I was thinking, I want to learn all of them. And I actually speak some of them, and languages come really easy to me. So if you leave me in one place, after 2 weeks, I start speaking. I really love it that we are an international community over here. It's... It brings me joy. It makes my heart like glow from within. Like it makes it shine. It makes my heart smile. I don't know how to describe it. Just makes me happy. Ja, ich bin echt glücklich, dass wir hier Englisch, Deutsch, Portugiesisch. Oh, Leo. Oh mein Gott. Leo ist auch im Chat. Leo, sorry, I did not react. I saw you and I was like, woo, Leo is here. And then I forgot to answer because there were so many other things. I hope you're still in here. So, Leo is Portuguese, for example. And he's our game mate on 2 Girls, 1 Game. He saves our asses when the wolf spiders come and try to kill us. And he helped us a lot in ARK. So Leo has his own shout out. He's actually VIP on my channel. He's a VIP. He has his own shout out on 2 Girls, 1 Game. Mixed it up. I'm sorry. I'm making it for both channels, so it's weird. It's weird. Wait. I'm not going to try to catch up with the chat. What are you making today? Okay, I explained that. That Sheila, thank you so much. Miyuki came in with a hi. That's okay, thank you for the love. Thank you for the love, you deserve it. Eggplant Craze, Craze, you deserve it. I like your emotes though, they are so cute. Thank you, I hope I can edit them so they work in the chat actually. You could edit them on PC to get more saturated colors. Miyuki, I'm gonna go and do this. I have a graphic tablet, it's a really old one and I hope I can make it work. So if I can do that, I'm gonna go and digitally like rework them. Thank you for putting my name out there. Oh, Grumble is so cute. I can't wait to see rework. Raven zieht sich in eine Ecke zurück und schaut den anderen Kindern beim Spielen zu. Oh, she finally saw me. I was like, Miyuki. Miyuki is another great artist and streamer. Go over there to see me. I'm always impressed by people who can learn so many languages. It's I don't know. When I was younger, I was in a school where we had like a second language from the beginning. And then we started really early with the English. So maybe that's why my brain can catch up with the words and other languages so easily. Also, since the first letter I understood, I read. I was reading like crazy. I couldn't stop reading. It was an obsession for me. And that's maybe another point why
my brain catches up on words, everything so naturally. Yeah, that's how I explain myself. I am easy with the languages. Easy. But everyone has their own, like, kind of talents, so things that they trained their brain from a childhood on. And it makes it so diverse. I love it. So everyone has different talents, and it's so interesting to see who can do what and how can we all help each other. And it's one of my visions, so I don't know. I have a very childish and naive vision for the world. Ich hoffe, alle, die Deutsch sprechen, haben das jetzt auch so halbwegs verstanden mit dem Englisch. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach nochmal nach. Ich bitte euch ganze Sätze, damit ich auch weiß, wo ich die Frage einordnen muss dann. Miyuki hides somewhere. Geht mal rüber auf Miyuki und checkt ihren Twitch aus. Followt ihr und schaut euch an, was sie malt. Sie malt echt lustige Sachen. Alles Digital Art und auch in sehr, sehr spannender und interessanter Charakter, unsere Miyuki. Chases you down and hits follow. Ha! See? See? Eggblood Grace knows how to do this. She just chases you down. You don't have any chance. Nope. I wish I'd be able to speak a second foreign language besides English, but it's so much work and needs so much time. Miyuki, ich würde dir Spanisch empfehlen. Spanisch ist ziemlich einfach. So, learn a new English word. I bet you did not know flapdoodle. Flapdoodle? Flapdoodle. Ich hab's schon mal gehört, aber was ist es? Phoenix, me too. That's the reason I become bookseller. Enough to read. Ich glaube, das wäre auch ein Job für mich gewesen, Buchhändler. Einfach, weil ich so viel gelesen habe und nicht aufhören konnte. Aber irgendwann hat es einfach gestoppt. Ich hatte keine Lust mehr. Also ich glaube, seit ich so viel im Internet bin, habe ich einfach aufgehört zu lesen. Und ja, ist nicht schlimm. So, ich lese ja quasi im Internet weiter, aber manchmal vermisse ich es irgendwie, in diese Welten einzutauchen. Aber ich habe auch irgendwie auch gar nicht mehr so wirklich die Zeit dafür, ehrlich gesagt. Also es ist nicht mehr machbar für mich. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, solange es. Bin jetzt bei Hörbüchern. So, I'm not reading anymore so much, only in the internet, but I'm listening to audiobooks a lot. So that's how I compensate, maybe. Ich glaube, ich habe die Augen ein bisschen irgendwie hier verwurstelt. Ist aber auch schwer mit den Dingern, ey. Also mit den Stiften meine ich. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich gehe dann einfach wieder mit meinem Weiß rein. I teach that to an English guy and he uses it too often then. What? He uses it often then. Bahamian slang and means something like rap. Okay. Nonsense. Nee, die ist voll langweilig. Wer ist voll langweilig? Miyuki, wen meinst du? Was meinst du? Ich bin auf Hörbücher umgestiegen. Ja, du auch. Sehr gut. Das guckt voll Depri. Kann das jemand streicheln, bitte? Es ist ja auch Depri, guck mal. Guck ihn dir an. Der Arme. Das war. Also die Geschichte zu dem ist, glaube ich, wirklich, ich habe mich ganz schlimm gestritten mit meinem Freund und dann war ich einfach traurig und dann habe ich den einfach gemalt. Dann habe ich quasi meine Gefühle gemalt. Aber das ist schon lange her.
Time for me to get my butt out of bed. I've been lurking during my morning routine. It's okay. Have a relaxed morning routine and a nice start into your day, Grace. I hope I catch your stream. Maybe today? Are you streaming today? Because I really like your stream, and because of you, I want to play Mario Kart again. So I may check that game on your channel and then decide if I buy it for myself or not. Das ist so traurig, da muss ich gleich weggehen. Oh mein Gott, Miyuki, Entschuldigung. Da eigentlich muss ich einfach so los. Nicht wegen dem Krummi. So, bin mal wieder weg. Viel Spaß noch. Dankeschön, danke, dass du da warst. Und bis ganz bald. Wann streamst du eigentlich wieder? Hau deine Zeit nochmal raus und dann sehen wir uns hoffentlich. Ich habe dich irgendwie schon ein paar Tage nicht mehr online gesehen. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz schönen Freitag und ein tolles Wochenende. Wenn wir uns jetzt irgendwie nicht mehr catchen, okay? Danke für den Shoutout. Na klar. Na klar. Support ist das Wichtigste, was wir hier machen. I will. It's probably very, very late in the day for you, so no pressure. No, it's not very late for me. It's 2 p.m. right now. Nächste Woche oder so. Hab noch keine festen Zeiten. Ja, danke dir auch. Ciao. Okay, dann bis nächste Woche in deinem Stream, Miyuki. Tschüssi. Müsste ich ihn eigentlich gleich von den Armen her so ein bisschen runterzeichnen, ne? Ja, ich habe ja die klassischen, ich möchte keine Hände, Arme gezeichnet. Aber er lässt halt auch seine Schultern so irgendwie hängen, deswegen ist das schon okay. Glaubt, ihr könnt einen Aquarellmarker Spaß machen? Auf jeden. Also diese aber eigentlich sind es die Alkoholmarker, ohne Scheiß. Die sind der Hit für mich. Aber was mir Spaß machen würde, wenn ich irgendwie so, ich habe überlegt, so Aquarelltusche vielleicht. Naja, ich habe so viele Sachen. Ich kann. Was mich halt zum Beispiel jetzt stört, ich habe zwar versucht, ein bisschen die Highlights zu lassen, so noch. Es ist ja auch erstmal nur die Base Color. Naja, vielleicht bleibt es auch bei der. Und aber dass ich jetzt nichts habe, mit dem ich quasi mit Weiß wieder drauf gehen kann, das nervt mich irgendwie. Also ich würde so gern mit Weiß jetzt wieder drauf gehen. Kann man das denn mit Aquarellmarkern? Kann man da hinterher. Aquarellmarker. Jetzt habe ich mein Gehirn gerade mal kurz einen Knoten gehabt im Kopf. Kann man da hinterher wieder drauf gehen? Hat jemand meine Motivation gesehen? Oh, Maler. Maler, das Thema hatten wir heute schon mal bei Phoenix. Phoenix, warst du so lieb und würdest das nochmal so schön wiederholen, was du vorhin heute zu Dings gesagt hast? Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der mit der roten Schrift. Der hatte doch halt auch so Motivationsprobleme. Und dann hast du das so super süß zusammengefasst. Wäre echt toll, wenn du das nochmal für Maler nochmal sagen kannst. Ich glaube, die kann das gerade gebrauchen. Die ist mit meiner auf Urlaub und pfeift uns was. Typisch. Ach, du hast doch aber heute Motivation, oder, Fee?
So, if anyone else has seen the motivation from Marla and Phoenix, their motivation is lost. We want them back. If you've seen her, please bring them back. PN us. Write it in the chat. Motivation is like a missing cat, you know? Das ist so süß. Immer wenn ich daran denke, dass wer alles im Chat ist, da muss ich grinsen. Every time I think about who is in the chat, like, all of the people are here. I have to like smile because I know that Defcon is there. I know Rotas is there. I know that Eggman Grace is there. I know like all of you are there, and I'm like, oh, I feel so blessed right now. Like I think I'm a little bit emotional today. My eyes start tearing like every 3 seconds. I'm a little bit emotional today, it's okay. Ich bin einfach so müde den ganzen Tag und weiß nichts mit mir anzufangen. Oh, Maler, das ist typische Symptome, ne? Das sind so Erschöpfungszustand. Dann hast du vielleicht ein bisschen dich überarbeitet in letzter Zeit mit dem ganzen Thema. Also ich kann mir das zum Beispiel, das könnte ich mir jetzt vorstellen, ich vermute jetzt einfach mal blau rein. Zumindest geht es mir so, dass ich auch ziemlich erschöpft bin und das Gefühl habe, ich bräuchte Urlaub. Ich glaube, das Gefühl hatte ich das letzte Mal, nachdem ich irgendwie ein halbes Jahr lang Pizzafahrer war. Und vielleicht hast du dir einfach ein bisschen zu viel Input gegeben in letzter Zeit. Oder nicht so gut geschlafen letzte Nacht. Oder es gibt irgendein Thema, das dich gerade bedrückt. Und deswegen sagt dein Körper, nee, in deinem Unterbewusstsein ist aber jetzt gerade was, was wir bearbeiten wollen. Deswegen lässt er dich nicht in Ruhe. So, das kann natürlich sein. Es gibt einige Gründe, warum quasi deine Seele gerade auf die Art und Weise mit dir kommuniziert. Ich glaube, ich brauche eher eine Aufgabe. Ich arbeite ja nicht derzeit. Ich habe halt das Stream angefangen, weil es eben nichts zu tun gab. Ne? Mein Job liegt ja auch still seit 1,5 Jahren quasi. Vermisse ich auch, muss ich ehrlich sagen. Also, aber das Stream lenkt mich halt echt gut ab und hat mir halt super viel zum Lernen und zu tun gegeben. Ich kann im Prinzip jeden Tag 5 Stunden lernen fürs Stream, kann ich aber nicht, weil ich ja eigentlich streame. So. Und das ist halt eine Riesenaufgabe, finde ich irgendwie. Also weiß ich nicht. Dann lernen, guck dir von Nielsen 185 die ganzen OBS-Tutorials, OBS-Komplett-Tutorial an. Oder der hat auch ein Streamlabs-Komplett-Tutorial auf Deutsch. Oder, keine Ahnung, beschäftige dich, welche Stifte du als nächstes brauchst, weil du vielleicht traditionell malen willst. Oder such dir irgendeine Technik aus, in irgendeinem Punkt, wo du noch nicht so gut bist, wo du dich weiterentwickeln willst mit deinem Zeichenstil. So, und versuch da einfach jetzt mal ein ganzes Blatt voller Linien zu zeichnen. Nur. Ohne zu streamen, ohne Druck, ohne Entertainment, ohne irgendwas, nur für dich. Vielleicht geht's dir dann besser. So, also vielleicht hilft dir das so, dass du dich besser fühlst einfach. Also mir hilft es manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Das sind die Ideen, die ich jetzt so spontan habe. Falls du überhaupt auch Ideen gesucht hast. Oh Gott, ich habe schon wieder ungefragt Ratschläge verteilt. Ich hasse mich dafür wirklich, ohne Scheiß. Warum tue ich das? Du hast nur erzählt und wolltest nur gehört werden und ich fange an, dir zu erzählen, wie du dein Leben leben sollst. Entschuldigung.
Ah, Fee hat es nochmal zusammengefasst. Dankeschön. Danke, dass du das gemacht hast. Ich fand das so süß heute, wie du das gesagt hast. Es war einfach so wahr. Ihr seid süß, alles gut. Okay. Ja, also Support ist ja nicht nur Shoutouts und sich gegenseitig die Streams angucken und so, sondern ja, wie du auch, ne, du teilst ja deine Story auch auf Instagram nicht umsonst und deine Gefühle so auf die Art mit den Bildern teilst du ja nicht umsonst, sondern du wirst dich austauschen und du wirst gesehen werden, so wie jeder Mensch halt. Was halt einfach völlig normal ist so und Support und sich gegenseitig unterstützen, gerade in der Zeit, wo wir ja so wenig irgendwie unsere Freunde und unsere Familie sehen können, einfach aufgrund der Umstände. Es ist halt echt wichtig, deswegen, dass wir eben die Leute, die wir uns als Internet-Community aussuchen, da irgendwie auch uns darüber im Klaren sind, so, dass wir uns da eben auch echt was geben können hier übers Internet. So banal das klingen mag. Oh, jetzt gibt's ganz viel Liebe im Chat. Oh, ich finde das so schön. We support each other with our emotions, just for my English viewers, if you haven't noticed. So, even though you might have not understood, I want you to show a lot of love in the chat right now, so the person that feels a little bit sad might feel better in some seconds. Send some hearts, send some love, send the beauty, most beautiful and uplifting emotes you have. Ich mag die Bananas, die Bayesjes-Bananas, da. Das ist schon mal Liebe. Liebe. Send love. My music is also a little bit depressing. Maybe I have to change that too. There's a big heart there. Kriegst du alles, die ganze Liebe jetzt nur für dich, Marle. We all have tough times and we all know how it feels these days sometimes. We try to help us. This is what I want for the whole world. This is one of my visions, how humanity could live with each other. So it has to start here on my stream. Gandhi said it. Be the change you want to see in the world. Was it Gandhi or Buddha? Buddha is Gandhi? No, I mixed it up. I always ruin it. Always. Ja, ich habe ganz viel Liebe zu geben, auch wenn es jetzt weird klingt. Ist okay, Schafi. Ich habe halt keinen Plan für mein Leben, für meine berufliche Karriere und auch für meine Karriere als Illustratorin, nur kann man nicht sofort loslegen und das schlaucht manchmal. Und klar möchte ich gehört werden, aber ich möchte jetzt auch langsam loslegen. Ja, du kannst doch malen, du kannst doch Referenzen anlegen, du kannst dein Portfolio bauen, du hast deine Webseite. Du könntest, keine Ahnung, vielleicht, es gibt ja so Online-Comic-
Leute oder Geschichten, Menschen, wie heißt denn das, diese Online-Geschichten, die Leute schreiben. Da könntest du vielleicht gucken, ob du eine findest, die dich anspricht, wo du sagst, darf ich die mal für euch illustrieren oder so. Und du machst ja dann halt die Mühe und illustrierst einen so am Buch und dann hast du eine geile Referenz schon mal. Es ist halt... Selbstständigkeit ist so. Zum Beispiel, ich bin seit 10 Jahren selbstständig. Was denkst du, wie viele freie Arbeiten ich gemacht habe und immer noch mache? Einfach immer wieder, um mein Portfolio aufzufrischen und um neue Leute kennenzulernen, um Referenzen zu machen, schaffen und einfach auch manchmal nur, um mich auszutesten. Weil manchmal, also ich kann in meinem Job damit, wo ich Geld verdiene, im Prinzip nicht die Sachen machen, die ich dann in freien Arbeit machen kann. Und mache dann quasi freie Arbeiten mit Leuten, mit denen ich halt Spaß habe, um dann dort verrücktes Zeug auszuprobieren. Das fühle ich. Scheiße, hier mal zu wissen, was dein Problem ist, Maler. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist echt, ja, das ist auch wichtig, auf jeden Fall. Ich bin seit Jahren dabei, das zu ergründen und habe ja auch schon massig Therapie hinter mir. Ja, okay, da kommt man natürlich auf jeden Fall auch gut weiter. Und ich finde es auch gut, dass du quasi, ich weiß, du bist nicht mehr irgendwie Anfang 20, sondern irgendwo Ende 20, aber dass du quasi trotzdem jetzt schon so viel über dich weißt. Viele fangen erst nach 30 an, sich zu ergründen und sich selbst zu reflektieren oder... Wenn sie dann Kinder haben, Haus haben, Frau haben und dann irgendwie schon seit 5 Jahren mit den Kids und mit der Beziehung ist und die wissen nicht, wie es richtig geht, weil sie halt sich selber nie verstanden haben. Haben sie dann in der Beziehung Ultra-Probleme oder mit ihren Kindern Probleme oder wie auch immer oder sind unzufrieden, denken, es soll das alles gewesen sein in meinem Leben, weil sie sich halt selbst nicht ergründet haben und nicht verwirklicht haben. Und da hast du halt wirklich einen Vorsprung. Richtig geil. So, aber genug über mich geredet. Leo, I didn't miss you. Thank you for the love. I hope you noticed that I reacted to you and I sent a shout out for you. Because you're always supportive. And we are all about supportive people over here. Ich könnte eigentlich endlich mal an meiner Website arbeiten und sie als Portfolio gestalten. Die Aufgabe hat dich gefunden, siehste? Mach einen Schlachtplan und mach nicht alles auf einmal, sondern nimm dir mal 5 wichtige Schrittchen für Schrittchen, sonst wird es zu viel. Das ist richtig. Das nennt man, wie nennt man das gleich nochmal? Irgendwas mit Management war das gewesen. Lass mein Gehirn kurz prozessieren. Maler ist noch ein Küken, ja. It's a pleasure, really. I hope it is, Leo. I hope it is. Ich bin eine Henne. Aktuell eher eine Glucke. diesen Smiley finde ich übrigens auch richtig geil. Diesen Emote. Hält sich ein Blumentopf vor das Gesicht. Du siehst mich nicht. Wir sind niemals Hennen. Löwinnen, Adlerinnen, Drachen oder Waldfeen. Oh mein Gott. So, what's my real life name? I've never told anyone here on Twitch. Actually means is like a fairy from the woods. From Latin. It's Latin. Ja, ich bin eine Waldfee. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Thank you.
Darf ich ein Füchsin, eine Füchsin sein? Oh, Marla, ja, sei eine Füchsin. Darfst alles sein. Das ist ja das Schöne. Du darfst einfach alles sein. Und Füchsin passt. Du bist auf jeden Fall ziemlich schlau. Das muss man dir lassen. Und Füchsin, ja, doch. Füchsin passt ziemlich gut. Jetzt weißt du, wie ich heiße, Marla. Psst, psst. Don't tell anyone my name. Don't. Ah, ich glaube, ich habe auch mit meinem Business-Account schon deine Sachen geliked. Also solltest du eigentlich wissen, wer ich bin. Ah, jetzt weiß ich, wie du heißt, at Phoenix. Ah, List, schlau und eigenständig. Finde ich gut und kreativ. Ja, Füchse sind auch kreativ. Das passt super. Also kriegt Marla kleine Fuchs-Emotes noch auf ihrem Channel. Und die kleinen Schiffchen. Oh, wie weit bist du eigentlich mit deinen Schiffchen-Emotes, Marla? Ich finde es auch lustig, dass wir diese Malerin irgendwie entdeckt haben. Malerin. Das fand ich auch voll geil. Ah, und wenn ihr keinen Bock habt, eure eigenen Emotes zu malen, geht Eggplant Grace fragen. Eggplant Grace draws the most amazing Emotes and everything. Like everything. Okay, wir haben, ich glaube, die Base Color irgendwie soweit fertig, oder? Was sagt ihr dazu? Meine Hand ist auf jeden Fall schon gut grün. Ist schon gut grün. Ja, ich glaube, ich streame heute ein bisschen länger. Ich glaube, ich mache heute wirklich bis um 4. Nur für alle, die sich irgendwie fragen, wie lange ich noch online bin. Ich werde heute bis um 4 hier Kunst streamen und dann werden wir Two Girls One Game raiden und dann spiele ich dort einfach Grounded weiter mit Snowy. Mm. Ich mache das mit dem Affiliate ja nicht, zumindest noch nicht, und deshalb habe ich meine Emotes noch nicht weitergemacht. Oh Marla, wir haben Jules TV raided mit einer Gruppe von 7. Warte Marla, ich erkläre es dir gleich. Montanus, hallo Jules, hallo Montanus, hallo alle Raider, willkommen auf dem Stream. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Raid, Raid! Juhu! Dachchen, Grüße aus der Schmiede. Oh mein Gott, wurde bei euch ordentlich hart Metall bearbeitet, oder was? Was geht in der Schmiede? Jules, hi, was hast du Schönes gestreamt? Wie kommt's, dass du mich raidest? Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen an alle noch. Guten Morgen. Guten Morgen. A crying onion. Is this onion sad? Because everyone cries seeing her. No, I think. Kurtenschaff, ich denke, die Zwiebel ist traurig, weil sie von ihrer eigenen Zwiebeligkeit ihr die Tränen kommen. Juhu, voll der Raid. It's my third raid today. Wow. Wow, everyone. Ah. I'm amazed. So, falls ihr euch wundert, Raider, wir sind hier international. Wir sprechen hier Deutsch und Englisch auf dem Channel. Ich male gerade mein Grummelmonster, mein erstes Grummelmonster, das ich jemals gemalt habe. Versuche ich gerade neu zu malen, weil es noch mehr von diesen Monstern gibt. Und ja, erzählt mal ein bisschen, was gab's bei euch auf dem Stream? Was geht denn da ab? Leute, seid mal alle übelst cool und geht mal rüber auf Jules TV. Und lasst ihr mal einen Follow da, dafür, dass sie mich geradet hat heute hier. Super lieb. Felix, ich glaube, wir müssen mal auf Discord reden. Ja, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nee, ich glaube, Marla, du hast nichts Falsches gesagt, sondern Felix möchte einfach nur persönlich mit dir sprechen und dir das nachher auf Discord erklären.
Mala hat übrigens auch schon ihren eigenen Discord-Fee. Da kannst du sie einfach auf ihrem Discord auch besuchen. Oder ich verlinke euch nachher mal irgendwie. Mal gucken. Genau, wegen Affiliate, da wollten wir wegen den Emotes. Ach so, genau. BTTV war das Schlagwort. Damit, das ist ein Add-on für Chrome und Firefox. Und damit kannst du 15 Emotes auf deinem Channel quasi freischalten, ohne Affiliate zu sein. Mhm. Okay. Crying and onions definitely go hand in hand. Yeah, I was laughing about the crying onion a lot, Grace. A lot. Like, she cries from her own onion juices. I don't know. Wir haben Goldschmieden gestreamt und haben nach jemand gesucht, der die auch Kunst macht. Oh, danke. Oh, Goldschmieden ist super interessant. Was hast du denn da heute geschmiedet? Oh, geil. Warte, ich gehe immer auf deinen Channel. Ich muss mal kurz auf deinem Channel gucken. Wenn du magst, Jules, kannst du gerne mal irgendwie, wenn du ein Instagram oder Webseite oder irgendwas, hau deinen Link gerne in den Chat. Jules ist ein junge Mädchen, ist ja auch eigentlich Wurst, nette Person, die Gold schmiedet auf jeden Fall. Aber ihr seid sogar mehrere Leute, wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Und ihr bindet die ganzen verschiedenen Kamera-Angles ein. Coole Idee. Das ist ja lustig. Sieht auf jeden Fall wild aus bei euch auf dem Schreibtisch. Geil. Finde ich super. Super gute Idee. Und ihr habt Ringe gemacht, oder? Sehe ich das richtig? Geht alle auf Jules TV. Followed, Leute. Followed. Ihre eigene Zwiebeligkeit. Ja. Hart geschmiedet eher nicht. Da war nur das Silberhart. Okay. So much Raid Hype. Yeah, Grace. There's so much Raid Hype. Everyone's raiding and hyping over here. Yep. Ich habe den Discord. Hat Survivor eigentlich einen? Ja, ich habe. Mein Discord ist noch nicht so weit. Mein Discord, der ist noch in der Babyphase. Der muss noch ein bisschen wachsen, bis wir da Leute drauflassen dürfen. Einfach Infos tauschen, ganz herzlich. Ja, wir sind zu zweit. Genau, der Link. Da habt ihr den Link zu Jules TV. Klickt drauf, followt den Leuten. This. Guys, international guys and friends, everyone's here. Check out Jules TV. The guys who raided us, it's actually more than one guy. And they, oh my god, how is this in English? Schmieden. They do work with silver and they make like rings and everything. Einen Ring und einen Anhänger haben wir gemacht. Wow, oh, das ist echt cool, spannend. Ich glaube, ich gucke mir einfach nachher von euch meinen Stream an, so wie die Ergebnisse. Was interessiert mich für euch? Das ist so eine filigrane, irgendwie schwierige und dann doch wieder filigrane Arbeit. Und ich finde das eigentlich übelst spannend. Also alles, was man mit den Händen irgendwie selber herstellen kann, quasi, finde ich, ist, wie soll ich sagen, bewundernswert einfach. Richtig gut. Montanus, Mann, ich hatte den Link auch schon bereit. Streitet euch nicht, postet beide den Link in den Chat. Wir waren ausnahmsweise mal schneller. Sehr schön. Okay, ich bin hier mal ganz kurz wieder bei meinem Monsti. Und zwar das, oder? Ja. Welches war das? Ich habe sie wieder nicht beschriftet. Ich bin so ein Hirni manchmal, so ein Hirnchen. Ich glaube, es war der hier, oder? Oh, ich bleibe nochmal ein Swatch. Ja, ha. Boah. Wer kennt seine Farben? Ich. The Forge Rings and Stuff. They forge Rings and Stuff. So they work with gold and silver and they make like beautiful rings and like the things you put on your necklaces. Oh my god, my English words are gone for today. My coffee is empty and my English is gone. Ja, wenn ihr gut in Englisch seid, Jules TV und Freunde und Raider, die alle hier am Start sind, erklärt's gern nochmal auf Englisch, damit die internationale Community auch versteht und euch folgen kann. Und einfach auch Interesse hat, was ihr da eigentlich dann macht, sozusagen. Weil sobald es branchenspezifisch wird, bin ich ein bisschen raus. Bin ich ein bisschen raus, ne? Okay.
Oh, Nora. Ich versuche nur, meine innere Sonnigkeit in die Welt zu schicken und euch allen zu schenken, weil ich mich dann am besten fühle einfach. Ja, kann man so sagen. Welcher war der Superpinke? Der hier, ne? Soll ich den jetzt schon drüber ballern? Ich glaube schon. Hätte ich vielleicht sogar vorhin schon machen sollen, als ich mit dem Grün hier am Start war. Aber ihr seht schon, die Alkoholfarben, die liften quasi, also die tun die andere Farbe wieder so ein bisschen rausziehen. Aus dem Papier und dann vermischt sich das doch eigentlich ganz gut. Naja, wenn es zu matschig aussieht, muss ich es wahrscheinlich dann einfach nochmal in Photoshop nachbauen. Ich kann halt nicht. So gut bin ich noch nicht. Ich bin noch Anfänger. Es darf noch ein bisschen was schief gehen. My coffee is empty and my English is gone. Yeah, it is. Like, my God. That's how it is. Crazy. How about your German? How about your German? Our English is not the yellow from the egg. Haha, I already said that joke today. Because when delete was here, I don't know if delete is still lurking. But I told him, the yellow from the egg, it's a typical German joke about English speaking. We are learning it by doing. So, das Schmieden quasi, ihr lernt Schmieden. Während ihr es tut, quasi auch. Okay, also so wie ich mit dem Zeichnen. Ah, das ist cool. Ich mag sowas. Also selbst, oh mein Gott, jetzt fehlt mir das deutsche Wort für self-taught. Autodidakt. Ja, autodidaktisch ist auch mein way to go für eigentlich alles im Leben. Weil die wichtigen Sachen bringt ja eh keiner bei. Tja, muss eh auf die Nase fallen, um es zu lernen. Ah, they work with valuable metals. Not yet with gold, but already with silver. Rings and keychains are forged and so on. Okay, that's what's happening on Joel's TV over. We are learning it by doing. Yeah, say that. Sieht auf jeden Fall cool aus, deine Kunst. Wir machen jetzt mal Feierabend. Viel Spaß euch noch. Ja, das glaube ich. Ihr müsst bestimmt noch einiges aufräumen bei euch drüben. Sah ja wild aus, ein bisschen. Aber so sieht es bei mir auch immer aus hinterher. Und ja, danke für den Raid. Danke, dass ihr eure Viewer mit mir geteilt habt, dass ihr sie in meine Hände gegeben habt. Und ich hoffe, ein paar bleiben. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch völlig in Ordnung. Und ich gucke demnächst einfach mal bei euch vorbei. Ich habe den Channel auf jeden Fall jetzt offen. Wartet. Und dann wird im besten Falle einfach mal zurückgeraidet, wenn ich euch erwische. Habt einen wunderschönen Tag. Bye, Jules TV. I only understand Translation. Mama, warum sieht das so kacke aus? Das ist doch doof. Ah, macht mich wahnsinnig, macht mich das. Das war so süß bei dem. Bei dem war so süß. Und hier sieht es so blöd aus ein bisschen. Grafiktablett, ich komme, ey. Sowas doofes aber auch. Ja, weil ich zuerst diese Base Color malen musste, ganz dringend, unbedingt. Mein Kopf hat gedacht, das ist der bessere Weg, aber so richtig geil finde ich es nicht, ehrlich gesagt. Muss ich jetzt mal so. Naja. Aber krass, guck mal, wie sehr es die Farbe wieder hier rauslöst, ne? Man kann die Pigmente schon noch ganz schön rumschieben. Vielleicht versuche ich das jetzt so ein bisschen. Wenn die Zähne jetzt vielleicht drauf gehen, aber. Die regenbogenkotzende Fliege, ne, die hier unten drunter ist, die kriegt jetzt ganz viel Farbe. Ganz viel Rosa kriegt die jetzt. Sieht halt super matschig aus irgendwie. Hm. Ich hätte es weiß lassen sollen. Oder gleich vorhin mit reinblenden sollen.
Ja, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Naja, passiert. Mag sein, aber ich werde alle Art Hacks mit dir teilen, die du haben willst. When you draw these, do you imagine them or copy them? Oh, Beanie. Beanie's here. I imagined this one. Most of the time I use references, so I look at other drawings and just like take like one part from this drawing and one part from the, and I have like 5 or 6 references, and then I draw everything together and figure out what kind of style I like the best and what works together and what not, and then I draw my own thing from it. But sometimes, like with this one, I just drew it. It just came right out of my mind, and I don't know where it came from, but it was there. It was there. Wartet, ich guck mal kurz den Text hier. Ist noch nicht fertig. Beanie, that's cute. Lurk. Der Tisch bei Jules sieht meistens so aus, aber man gewöhnt sich daran, gehört halt so zu den Zweien. Er ist kreatives Chaos, das ist einfach wichtig, wichtig. I think it is imagined, the other picture is also made by her, she just redraws it. Yeah, I redraw it. Danke, Maler. Because when drawing, it's kind of hard to draw. Jetzt sieht er aus, als hätte er eine böse Erkältung, ey. It's the same thing I started doing as well. Immeasurable of sorts of them. Yeah, das ist, was ich tue, Leo. Danke. I take pieces from other drawings and put them all together. That's fine, Beanie. That's fine. That's totally normal. A lot of big artists do it as well. So you search for references, then you mix them all up, and then you see what works and what not. And then you maybe... The next step would be change it all together. And... After 10 years of drawing, like every day, you are good enough to just draw from your imagination, because you draw everything you know like 100 times. But in the beginning, you always use references. It's normal. Du könntest mit weiß Sommersprossen rein. Oh, das ist eine schöne Idee. Ich werde mal gucken, wie wir es machen. Ich habe noch nicht aufgegeben. Das wird alles noch kommen. Alles. So. Ja, ich mache mir nicht so viel Sorgen darüber. Ich sage mal, trust the process. Also es ist halt wirklich schwierig, sich Zeit zu lassen, wenn man vor der Kamera malt, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt krass, wie hart man sich unbewusst auch unter Druck setzt. Aber ich versuch's. Ich versuche einfach immer gechillter zu werden, was das angeht, und einfach ja, vor der Kamera malen und immer wieder den Fokus aufs Bild bringen. Dann wird es halt mal wieder ruhig zwischendurch. Das passiert schon mal. Aber quasseln geht eigentlich eh so gut wie immer. Guck mal, die Fliege. Die hat ganz viel pink. Die hat eine pinke Augenbraue bekommen. Mala, guck deine geile Fliege an. Oh, schön. Goldschmiede. 3 Raids an einem Tag, ey. Ich fühle mich echt hier schon... Ich kriege erst noch Höhenflüge. Müsste echt ein bisschen aufpassen bei mir. Aber das ist die ganze positive Energie von euch, die hier versammelt ist, Leute.
ganze positive, eure Liebe und eure schöne Energie, die macht das, dass es noch mehr Menschen hier reinzieht. Ja, das ist auch mein Problem. Einfach atmen. Es ist dein Bild, dein Prozess, genau. Ja, es ist nicht einfach. Also man ist immer so ein bisschen irgendwie, was soll ich sagen, wie unter Druck. Man denkt, man muss abliefern. Das ist es, glaube ich. Man denkt, man müsste irgendwas abliefern. Aber wem denn? Wenn, ich meine, die Leute kommen ja nicht nur wegen der, ich sage es mal, obviously, ne? Nicht nur wegen meiner Kunst. So. Die ist vielleicht ganz süß und so, aber ist jetzt nicht der Wahnsinn. Ich bin jetzt nicht der Super Master Pro Artist, so. Da gibt es ganz andere Kaliber hier auf Twitch, aber die kommen halt wegen der Person, die da sitzt. Und wenn man die Leute unterhält oder halt sich einfach wohlfühlt mit der Person, die streamt, sagen wir es mal so, dann guckt man da halt zu. Und dann erwartet man jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie, dass derjenige übers abliefert. Man weiß ja, dass derjenige als Anfänger ist im Prinzip. Im besten Falle weiß man so viel über die Person. Guck mal, ne, wenn ich das so ein bisschen hier noch absetze mit den Shadows und so, den Highlights. Dann sieht das schon gleich ganz anders aus. Happy little accidents, genau. Ich bin nur hier wegen der regenbogenkotzenden Riesenfliege. this fly is like, it was a brain fart. It was a brain fart and Marler, I think Marla was in my stream and you were like, I see rainbow throwing up rainbow. A big fly that throws up a rainbow. Because she was on some hard medicaments, like on hard drugs, not the illegal ones, but she had migraine, like big headache. And she was seeing things, you know, and I told her, tell me about the things you see while you're tripping, tell me, I want to draw them. Ah, that's how we invented this fly. Has a story, it's born in our stream. Okay. Hier dunkel sein. Also es muss hier dunkel sein, glaube ich. Dann hier. Hier sowieso. Made it in time to see your work. Looks great, by the way. Fearless! Hello! Hello, welcome to the chat. Aww. I'm so blessed. Everyone is checking in today. It's so cool. Thanks for stopping by. How are you? How's your day going? Is it morning or is it evening time at your place right now? Wir machen das Ding als Emote und erobern mit ihr das Internet. Die Fliege, die wird auf jeden Fall ein Emote. Muss einfach. Die ist zu cool, um sie nicht als Emote zu machen. Loving the chill music as well. Yeah, I always try to have chill music while drawing and more upbeat music when gaming. So that's my kind of style. So. Ich habe schon wieder das Bounce Light vergessen, Leute. Also hier habe ich dran gedacht. Hier müssen wir es irgendwie noch einbauen. Hier kann ich es auf jeden Fall noch einbauen. Ich habe Hunger. Wow.
They just started 8 a.m. Ah, Grace. Grace and Fearless, they know each other from Delete's channel. By the way, Delete checked in earlier. He was like the first visitor I had today, 3 hours ago. And he was here and said hello too. And I convinced him to play Grounded today. So yeah, if you want to join and help me do some legendary shit on his save, gonna play Grounded. Grace also still in her morning routine, so yeah. Always the Grounded crew is here. Hashtag Tiny Crew. That's how we call each other. Tiny Pirate Gaming invented the hashtag Tiny Crew. And I just love this. I love the Tiny Crew. Okay, let's see. I'm not sure about this part, where to put the colors. Wie mache ich das am besten? Oh, wisst ihr was? Ich habe ja noch dieses eine dunkle Rosa. Damit kann ich auf jeden Fall nochmal hier so irgendwie. Oder? Das ergibt doch Sinn. Und dann nehme ich das andere Rosa, mit dem ich das gemacht hatte. Mal nochmal drüber. Dann fließt das wieder so schön ineinander. Leider ist das hier nicht so schön geworden, aber ja. Egal. Oh my gosh. So Fearless, are you streaming Grounded too? I forgot about it. You streamed, right? You're a streamer yourself. Do I remember correctly or no? You're not. Okay. I just checked your channel. You're not. I was mixing up something maybe. Because we're giving shoutouts and support here on this channel, and if you want to share something, may it be your art or your music or anything, you are welcome to throw a link into the chat and let the people see what you're doing with your life, what you enjoy doing. Wenn du das Lila an den Füßen einbaust, könnte es natürlich wirken. Nur eine Idee. Ja, das meinst du, ne? Dieser Mix hier. Das ist halt echt doof. Ich habe vergessen, dass man unterschiedliche Farben nicht so gut blenden kann, ehrlich gesagt. Ach, Mensch. Mir ist auch das Gelb, ehrlich gesagt, zu krass. Aber das wird vielleicht noch mittlerweile, also ich... Das Gelb ist mir irgendwie, hätte ich gern heller, aber das kann ich auch mit Photoshop machen. I don't stream, just play video games a lot. Delete was here 3 hours ago. He was up early. Yeah, he was. Maybe he couldn't sleep. I don't know. And then he saw me, I'm streaming, and then he just checked in to say hello. Up. Okay, we were with this, with the green ones. Oh, wrong side. Jetzt verstehe ich langsam, warum es die Möglichkeit gibt, die Pinselspitzen umzudrehen. Also die hier hat jetzt schon echt einen ordentlichen Drall, ne? Die sieht schon ganz schön ausgenuddelt aus. Dafür, dass... Ah, wisst ihr warum? Weil ich mit der auch so viel bei der Meerjungfrau gezeichnet habe.
Gelb ist kein Thema, das wird schon durch die Schatten. Nur das Lila würde ich abschwächen, indem ich es noch woanders einbaue. Ich hoffe, das war jetzt kein nerviges Backseat-Painting. Backseat-Painting. Oh mein Gott, Phoenix coming in with all these Streamer-Words, Gaming-Streamer-Words. Das hast du bestimmt auch erst neu gelernt, oder? Backseat Gaming. Also ich fand, dass ich keine Ahnung gab, was das sein soll. Bis es mir dann mein Bruder hat es mir, glaube ich, erklärt. Ja, mal gucken, wie ich das löse. Aber das, ich mache mir, wie gesagt, trust the process. Das ist halt einfach so beim Malen. Man macht Fehler und dann muss man gucken, was man daraus macht. Und meistens ergibt sich dann irgendwas Interessantes dadurch. Das habe ich auch schon öfters gehabt. Einfach nicht stressen. Backseat Painting, Backseat Painting, Backseat Painters are welcome. Ich habe das letztens bei Ari gemacht. Ich hoffe, ich habe die nicht so sehr gestresst. Die ganze Zeit gesagt, wie sie was malen sollen. Habe mir dann selber gedacht, oh, Sevi, Schnauze. Nervt die Leute nicht. Du hast mich erwischt. Nee, ist okay. Es geht mir ja genauso. Also mit den ganzen Wörtern, die man so lernt auf Twitch. Was ist... Oder diese die ganze, wie soll ich sagen, die Sprache, die Menschen sprechen, die unter 30 sind. Also Maler weiß ich nicht. Die ist da, glaube ich, auch ein bisschen raus. Aber ansonsten so, sagen wir mal, Leute unter 20. Keine Ahnung. Ich musste lernen, was ist ein Simp, was ist ein Keck. Was ist, warum sagen Leute Kappa? Keine Ahnung, Backseat Gaming war auch so ein Wort. Und, keine Ahnung, Haufen Zeug, was ich überhaupt noch nie gehört hatte. Fearless, you were saying that you just started drawing in January, right? Or am I remembering that wrong? I started, okay, maybe... You did not understand it wrong. I started drawing like regularly and more, how can I say, in a professional learning kind of way. So may I show you my book? Okay. So this guy is from 2 years ago. I drew him 2 years ago and he just came straight out of my mind. It was one of the first drawings I did since I last drew in high school. When I was around 12 to 14 years, I drew a lot, but I didn't know anything about drawing. Only what we learned in the school in art class, but that's not much. So now I started like drawing with learning drawing. So this was my first drawing from this year, and I wanted to draw the character from my friends on Two Girls, One Game, Snow Witchy. And I noticed this looks kind of decent, but still, how can I tell? It's not perfect working for me. So I didn't know how to draw the dress. I don't know how to construct the body. And I understood I have to learn it from scratch. I really have to start learning. So I did some emotes at the start. These are the mouse emotes. This is how I like came up with the mouse. So Beanie, for you, you're interested. I drew a lot of different mouses I saw, and then I came up with my own. And then I drew it a lot of times until it worked. And then I started like learning construction. So this was from reference, and it looks pretty good, but I don't know how I did it. I just drew what I saw, and I don't know how to do this myself without any reference. So this is also from reference, and I tried to play with the contrasts of shadows. And this is reference drawing, so it looks decent. And then I discovered how to construct bodies, like, because I always had problems with the upper part of the torso, with the proportions of a torso, so it always was too short in my drawings. So I learned it myself, kinda, and I saw a video tutorial on how to space everything. And these are my first tries with the construction lines.
Well, that's what I mean when I started learning drawing in January this year. I drew before, not regularly, like 2 times a year or something. A lot of times when I was younger, like my high school years, and now I started learning drawing and becoming better at it every time. So yeah, this is just so you understand. Yeah, because if I would have started learning drawing only in January, this would be amazing. These results would be like unbelievable, kind of. I don't know. When you say people have a talent or something, talent doesn't come out of nowhere. Talent comes from practice. Like some people have a thing they love and then they do it regularly and that's why they become good, and that's where the talent comes from, because from the love you put into the thing you do. Ach, okay, genau, die Fehler werden dann genial. Mir ging's letztens genauso. Ich zerkugel mich. Erhelle mich, was ist ein Keck? Ach, ich hab's schon wieder vergessen, Schabi. Kein Keck. Kannst du es, glaube ich, mal in Urban Dictionary, glaube ich, hat das, wenn du googelst. Da findest du immer, was diese Sachen bedeuten. Bean, that I don't really know how to do that. Draw like body parts like that. I have explained it in another video, and I think this video is on my YouTube, so you can go and check out my YouTube. The link is in my information, my about me information. If you're interested, I don't edit these videos. It's more like an archive. Is it English archive? So a place where I store all the streams from Twitch. And if I look my video up, okay? When I find it, I send you a link, Beanie, okay? So you can watch me. Oh wait, I explained it in German. I'm gonna explain it again, but not today. Is that okay? Wovon redest du? Ich glaube, ich muss zu dir zur Nachschulung. Ja, ich habe schon gesagt, wie Urban Dictionary. Urban Dictionary ist dein Freund. Wenn es um irgendwelche Wörter geht im Internet, die du irgendwo siehst, ein Simp zum Beispiel ist, glaube ich, ein Typ, der immer alles tut für irgendein Mädchen, obwohl sie kein Interesse an ihr hat und ihr trotzdem halt übelst hinterher rennt und bla und einfach sich übelst den Arsch aufreißt, weil er sie so liebt, bla bla. Das ist ein Simp zum Beispiel. I overslept, Snowy. Nein! Snowy is in the chat. Welcome to Girls One Day One Game. That's a channel actually. We're going to play Grounded over in around 45 minutes. Snowy, set up the stream. I'm about to raid you when I finish here. everyone says hi to Snowy. Yay! Okay, let me work on my drawing. Oh my god, this dried. Ah, oh, dry so quickly. Wait, I mixed up the. Oh no, I did it again. Ich habe wieder die Kappen vertauscht von meinem Stift. Yep. Okay, so rum. Ai. Snowy, how are you? Just woke up, right? Hey, maybe Fearless or Grace or any of the other guys over here has a coffee for you, because yeah, I can understand how you feel right now. You need a coffee and a toast. Okay, schauen wir mal, wie wir das hier lösen. Wir brauchen das Bounce-Licht. Es kommt von da unten irgendwie. Ich habe es schon wieder an den Ohren vergessen. Ach, das ist echt noch nicht so meins mit dem Bounce-Light. Dann machen wir. Hier auf jeden Fall. Und dann machen wir mal hier einen Strich, dass man das mal so ungefähr erkennt, wo das lang geht nachher. Mhm.
So. Dass man einfach mal ein bisschen mehr was fürs Auge hat hier. Sich verabschieden, ohne zu gehen, so tolle neue Wörter. Absolutely, I have always enjoyed watching people do something they love, because you can see how much passion they have. Yeah, that's something so wonderful to see the love things put, people put into things, things put into people. off, Sylvie, off. The meaning of cack is quite basic. It suggests laughter. Oh my god. And that's why the Spanish laughing guy image was used to represent it on Twitch. Now you may ask, but what is a cack? And the answer is simple. Cack is the Korean's equivalent of the North American or European lol. Ah, see? This actually sad because Juan Joya Borja died yesterday. Borja? I don't know. He died yesterday. So the guy that's on the picture died yesterday? That's sad. I'm sorry for his family, I mean. Okay, now we're sad over here. No. Aber die deutschen Jugendlichen benutzen keck irgendwie noch anders. Die sagen immer, du keck. Kate, welcome back. Was hast du Schönes gemacht in der Zwischenzeit? Hast du gearbeitet? Weißt du, was ein Keck ist? Meine Katzen haben jetzt einen Trinkbrunnen und im Kaufland war die Hölle los. Es gab keinen Salat mehr. Was? Ist sowieso vom Salatschrumpf der Bizeps, weiß man. Macht man nicht. Mm-mm. Gar nicht mehr, wie der Text ging. Das habe ich übers Bock auf das Lied. Habe ich selbst gespoilert quasi. Kennt das jemand von Salatschrumpf de Bizeps? Das ist so dumm. Das war von Kollega und Majo und die haben das als April-Scherz, glaube ich mal, aufgenommen. Lochgestalten neigen ihre Häupter, denn mein Bizeps ist größer als ihre Einfamilienhäuser. Massephase, Bitch, das ist rastlose Schlemmerei. Wir drücken uns die Nasen platt an Backofenfensterscheiben. Das ist ein dummer Scheiß. Ballern uns mehrstöckige Hochzeitstorten garniert mit ca. 100.000 Softeissorten. Sorten
Na, du kleiner Rucksack-Rapper, wir füllen Eiweißpulver in die Butterfässer. Ah, es war niemand, das haben die so komisch, bayerisch gesungen. Na, du kleiner Rucksack-Rapper, wir füllen Eiweißpulver in die Butterfässer. Tauchen dich hinein und dann heißt Santa Puppen, damit du groß und stark wirst und mal Amo wirst, Junge. Morgen dann gibt's Mamas gutes Lammragout, Pfannkuchen und Lasagne, Nudeln, alles cool. Doch bedenke stets, willst du keine Arme wie ein T-Rex? Merk dir eins, Bursche, von Salatschrumpf, dort die Bizeps, der Bizeps. Und dann geht's genau. Bruder, besser du hast dein Rumsteak parat, denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Drum bedenke stets, willst du keine Arme wie ein T-Rex? Merk dir eins, Bursche, von Salatschrumpf, der Bizeps. Es ist super dumm, es ist super dumm. es ist einfach nur ein April-Scherz gewesen. War so April's Fool of some German rappers. It's super stupid and funny rap. Aha. And it says that your biceps is reducing itself from eating lettuce. Wer weiß, wer da seinen Bizeps schrumpfen wollte, Kate. Sind wir hier? Haben wir jetzt schon dunkel gemacht? Okay. Ich bin ja eigentlich echt ein bisschen verwundert, dass das Schaf mich noch gar nicht gestresst hat. Dass ich hier meinen eigenen Scheiß rappen soll. Aber das wollten wir eigentlich auch mal machen. Eigentlich müsste ich noch irgendwie so ein... wie macht man das? So ein Gimmick irgendwie einbauen, dass man halt quasi für so und so viel Channel Points oder so ein Zeug halt mich dann... dass ich dann was rappen muss. Irgendwie sowas müssen wir noch... In Zukunft wird es das bestimmt noch geben. Wenn das überhaupt jemand hören will. Lol. Bruder, besser du hast dein Rumsteck parat, denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft vom Salat. So ein dummer Quatsch, ey. So, how is everyone doing in the chat? What's up here? Was geht bei euch? Was macht ihr gerade? Eigentlich sind alle schon gespannt, was auf Two Girls One Game nachher abgeht, stimmt's? Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und Snowy. Snowy, you know what? The lead was here. He was the first viewer of the day. And also Grace and Fearless are here. So I convinced everyone to play Grounded today. Did it. Mm-hmm. Where do you get those markers and what kind of markers are those? You can get them from their website. The brand is called Ohuhu. These are alcohol markers. I have two packages, so I started with the pastel ones and now I have the more colorful ones too for some contrasts. And you can buy it from their website, or I bought it from Amazon actually because it was cheaper. And these are the ones, they have a brush nip and a chisel nip. I can show you. So the brush nip is what I like to draw with, so I can blend better. There's a chisel nip, but they also have some with a bullet nip and a chisel nip. So, I don't know, I prefer the brush nip, so I chose these. Yeah, the brand is called Ohuhu. Like the bird, like that makes Ohuhu. And it's... Wait. Don't let me lie.
They come in these bags, so, and they also come with the with like swatch cards. So these are the two packs. So it's 48 markers each pack. This is 48 and this is 48 markers. And I paid like 35 euro, I think. Also, you need to know, actually, you should buy special paper for this. I'm using like a thicker kind of print paper. That's not the best for these markers because they are alcohol based. It sucks a lot of pigment and alcohol out of the pencil and they might go empty real much quicker than they are used to be, because if you use the right paper, they won't it won't suck so up so much color and pigment and alcohol. And what you also have to know is that these markers, they are not light resistant or UV resistant. So if you plan to like hang your pictures somewhere at the wall, on a wall or something, they might fade with their color, so they are more kind of sketching colors. Also, you need water-resistant liners. So I have, for example, this one. It's my Tombow brush pen. I need a new one, guys. If you want to help me and support me, I have my Amazon wishlist linked down below in my information box, and you can click on the link and support me. But I can also, yeah, I also need to buy a new from these Tombow things. So it's my brush pen. It's water resistant and it helps so the alcohol won't lift the line art. Normally I was drawing with pen and then I would outline it and then I would color it. And with this pen it's possible, but with a normal fine liner it would just disappear. I can show you actually. I can show you. Let me show you. If I like, if I draw something here, it's just a bad drawing. Don't judge me. It's just something like 1 second drawing. Okay, then you use these. Okay, it's the effect normally when you show it. It doesn't work. When you use it, yeah, now you can see it. The liner smudges or it bleeds. This liner actually bleeds. Sometimes the liners are smudging. And that's why you need water resistant liners for alcohol markers. Chup, 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 chup. Okay. Just working, nothing too fancy going on over here. Aww. What do you work actually, Fearless? I don't know. Am I nice? Ah, because I convinced Delete. Haha. We need to hear that bird impression again. We need to hear that bird impression again. What kind of bird impression? What did I do actually? Don't remember. There was no bird impression. What are you talking about? No. No. Nothing happened, okay? Nothing. Sodale, bin dann im Lurk, muss großes Unheil abwenden, Katzenfutter ist aus. Oh mein Gott. Fee. Geh mal das Katzenfutter neues besorgen oder wie auch immer du das jetzt machst. Was machst du denn da jetzt? Musst du nicht erstmal 5000 Kilometer bis ins nächste Dorf fahren? Oder wie ist das denn eigentlich bei euch? Wie weit bist du weg von der Konsum-Zivilisationsgesellschaft? Aber ja, erstmal good Lurk und danke für den Support. Und du kannst gern Ausrufezeichen Lurk benutzen.
Wenn du möchtest. Du musst nicht. Ah, I wanted to draw like this. I'm so sometimes. Like, ich habe wieder in die falsche Richtung gemalt, Leute. Immer wieder das Gleiche mit mir. Ich bin so gewöhnt, das so zu machen. Ich muss aber eigentlich dagegen schattieren. Naja, ich lerne das schon noch irgendwann. Wie man richtig zeichnet. Dafür sind wir ja hier. Zu entwickeln und zu lernen. Ah, it's so cute. Thank you, Grace. That is so cool. You're good with shading with markers also. Oh, no, no, Beanie. I'm not good. I was just saying that I started shading in this direction and then I remembered I wanted to shade in this direction. And these markers are just awesome. You can like compare them to professional Copics. Vielleicht mache ich das mit dem Bounce Light wieder später mit der Schminke. Letztes Mal habe ich es auch mit der Schminke gemacht. I work for a construction company. Oh, that builds bridges. Oh, I manage projects and supervise crews. And you did a bird impression after you said the brand of your Marcus Ade. Uhu. If you like my impressions, most of the time when we play Grounded on Two Girls, One Game, I do Weevil impressions and I do Ladybug impressions. I do a lot of impressions over there. So if you're a fan of impressions, you can come. Join us. Join us when we play Grounded. And you're gonna have all the impressions. All of them. I think it's not that... I think it's not that bird impression you're after. Wait, what? But more for the Uwu impression. What? Okay, you guys confuse me. Don't confuse me. Don't confuse me. Okay, I need more of my banana milkshake. And the rest of my super cold coffee also. Drink all the stuff you have around. Mixed up the cups again? Really? I don't know. How do I prevent myself from mixing up the cups? I should put them on the back side, maybe. They kind of fit. Kann man das nur verhindern? Ich habe keine Ahnung. Okay, how do I shade those feet?
die Arme sind eigentlich ganz cool geworden und der Bauch sieht auch schon ganz niedlich aus, so ein bisschen 3D-ig. Am Gesicht habe ich echt Schiss irgendwie, also ich traue mich gar nicht richtig ran so. Da muss ich mir, glaube ich, ein bisschen nochmal Ruhe gönnen und das nachher offscreen machen. Eigentlich sah das Ohr auch so ganz gut ausgeschadet, aber irgendwie wollte ich nochmal... Ach, frag mich. Eigentlich da drüben nicht. Also das Licht kommt bei mir immer von links oben. Immer. Das ist mein Standardlicht. Oh, die Iconic. Oh, die Iconic Ara Ara. Ara Ara? Ara Ara? Leo, I don't know what you're talking about, actually. Did I miss something? Okay, jetzt wird's tricky. Gesicht. Ach nee, ich habe gesagt, Gesicht mache ich nicht, ne? Ich habe gesagt, das Gesicht will ich außerhalb vom Stream vielleicht nochmal testen. Also entweder ich shade's in die Richtung rein. Oder ich mache es wieder von oben nach unten. Aber das ist auch nicht so einfach, weil man ja hier dazwischen so diese Dinger hat. Weiß ich nicht. Probiere, glaube ich, lieber die Füße. Aber man merkt doch langsam so, ne, nach nach 3 Stunden, wie so die Energie ein bisschen rausgeht. Halt mit dem Entertain auch und mit, also mit der Aufmerksamkeit, meine ich so, mit dieser Energie, dass man ein bisschen runterfährt so langsam und dann Deep Work Lurk Today, lots to do, have a great stream, Eggplant, Grace, thanks for stopping by, thanks for enjoying your morning routine with my stream. I feel very pleased. I feel very... How do you say? You know what I mean. Hopefully we see us tonight playing some Grounded. And then I wish you a wonderful Friday work. Don't get catched by your boss. So don't make him angry. You know, you need this job. Otherwise, maybe Grounded is going to hire you. They love your art. Have a wonderful day. See you later. Thanks for stopping by. Schatten ist oben hinter den Ohren. Warte mal, was? Habe ich nicht gesagt, das Licht kommt von oben links? Was meinst du denn jetzt? The lurkiest of the lurkers, Eggplant Grace. Beanie ist auch am Lurken. Es ist okay. Alle Lurker sind da. Ich will ja, dass es dreidimensional aussieht, deswegen ist hier quasi Schatten. Aber das Licht kommt ja trotzdem von da. Und hier muss es halt noch dunkler werden, vermute ich mal. Das Licht fällt von hier ungefähr rein. Ungefähr. Ganz grob. Aber ich mache es quasi auch dunkler, heller und dunkler, damit es quasi die Tiefe kriegt, also dieses Dreidimensionale noch kriegt und
einfach irgendwie. Also ich muss sagen, mit Licht und Schatten habe ich es auch immer noch nicht so perfekt, ehrlich gesagt. Das ist aber okay. Jetzt habe ich mein süßes Tätzchen noch übermalt. Also ich merke richtig quasi, wie meine Konzentration so langsam nachlässt. Mich ein bisschen irgendwie, wie soll ich sagen, es ist wie, als ob ich mich hetzen würde innerlich. Dabei will ich das überhaupt nicht, aber es macht es einfach. Naja, vielleicht sollte ich einfach aufhören und eine kurze Pause machen. Aber das ist halt auch blöd, weil ich will ja dann eigentlich noch Snowy raiden. Der Schatten für den Kopf ist um die Hörner. Hier so, ne? Am liebsten hätte ich dich da, dass du mir zeigen kannst, so ungefähr, wo du einfach mit dem Finger so, guck mal da, da muss es doch hin, da. Das fände ich super schön. Wenn die Luft raus ist, lass es, dein Stream. Ich weiß, ich weiß. Ich werde einfach noch jetzt die letzten 15 Minuten durchhalten. Snowy, I hope you are ready with your setup, because I wanna raid two girls today, and I wanna bring all these awesome persons from this nice, super nice and friendly community over to our gaming channel, to 2G, 1G. But I'm a little bit exhausted. It set up the stream. started already. So I could maybe like relax a little bit. You're ready? Then start streaming. Just start streaming. I'ma go and raid you. Because when we game, I can relax. I can relax much better by gaming. I mean, drawing is relaxing too, of course. But drawing and streaming is a different thing. It's a different thing. Oh my god, I forgot the eyebrows. Aww. He still has no pupils. Just without the pupils all the time. Nee, es ist völlig, wie gesagt, völlig in Ordnung, Fee. Am liebsten wäre es mir sogar, du würdest quasi hinter mir stehen und mir direkt vor Ort zeigen können, wie, wo du meinst, einfach, um sich wirklich persönlich zu beraten und so. Weil so vom geschriebenen Text fällt es mir. Normalerweise kann ich das gut interpretieren, was Leute versuchen zu sagen, wenn sie schreiben, aber manchmal fällt es mir einfach schwer, quasi vom geschriebenen Text zu verstehen, was jetzt eigentlich gemeint ist. So.
Es kommt auf jeden Fall noch eine Schicht Farbe drauf, also. Es wird noch mehr. So Leute, macht euch fertig jetzt hier. Wir gehen gleich rüber und dann wird nur noch Englisch gequatscht, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Was ich machen könnte, wäre, ich könnte ja schon mal so ein paar Sachen einzeichnen, die, wie hier die, die Sachen, die irgendwie wichtig sind hier. Jetzt ruft Snowy an. Das ist natürlich. Ich guck mal, ob ich das gerade. Okay. Okay, Snowy. I'm gonna leave 5 minutes, okay? And then we switch over to the other channel. Ah, genau, ich wollte die Augen diesmal noch. Noch trauriger machen quasi. Auf jeden Fall hier das Spitze highlighten, weil von da kommt das Licht in meinem Kopf. So. Ich tue mir auch voll schwer, in Worte zu fassen, wie ich es meine. Ich habe das, was ich kann, zu teilen. Ich habe das, was ich kann, zu teilen. Ich würde dir so gern zeigen, wie du dir leichter tust. Lass uns einfach mal quatschen, süße Waldfee. Alles klar, du kleiner Drache. machen wir. Dann können wir vielleicht mal einfach so, soll ich sagen, dann irgendwie screensharen oder so über Discord. Und dann kriegen wir das auch hin, uns das, glaube ich, besser zu erklären, wie wir das meinen, wie wir was meinen. So, okay, ich probiere es jetzt nochmal. It's so hard to draw like small things with these markers. So, ich mache jetzt noch die Augen. Dann kuscheln wir alle noch eine Runde miteinander. Und dann geht's ab rüber auf den anderen Channel. Oder der wird, sag's euch. Und das mit den Rosa hier und so, das kriegen wir auch noch hin. Da finden wir noch eine Lösung. Also, ich habe ihn jetzt erstmal so weit gemalt, dass man zumindest erkennen kann, worum es geht. Ich glaube, man sieht schon,
erstes Mal Alkoholmarker vor 2 Jahren und jetzt ein bisschen Erfahrung mit Alkoholmarkern 2 Jahre später. Es gibt immer noch Dinge, die ich dich nicht einschätzen kann, wie eben das mit dem Pink so. Das war mir irgendwie nicht klar, dass es so werden würde, aber es ist okay, es sieht ganz süß aus. Und das war damals eher so Street-Art-Style. Also ich hatte mir halt vorgestellt, sowas zu malen und dann irgendwo draußen an die Wände zu pappen. Das war eigentlich so eine Idee dahinter. Jetzt geht es eher für mich darum, so Emotes zu machen oder halt auch die Farbverläufe und so weiter hinzukriegen. Das ist mir eigentlich ziemlich wichtig. Da bin ich, glaube ich, ein ganzes Stück weitergekommen. Und ja, ich guck mal. Vielleicht male ich ihn so zwischendurch noch ein bisschen weiter und zeige ihn dann einfach auf Instagram. Ihr könnt mir alle auf Insta folgen. Der Link ist hier. Wo habe ich das denn jetzt reingekriegt? Ich habe es in Discord gemacht. Alles klar. Genau. So, you can follow me on my Instagram if you want to see what I did. And I'm sharing all my art I do in the streams over on Instagram. And if you want to support me, I have my Amazon wishlist down there in the information box. So there's some cheap stuff, some cheap pens I need, and I don't know, if you want to. Genau, habt ihr wahrscheinlich auch verstanden. Also wenn ihr mich irgendwie supporten wollt, dann habe ich da meine Amazon-Liste einfach mal eingefügt und da könnt ihr mir halt einfach Zeug zukommen lassen, wie auch immer. Wahrscheinlich werde ich demnächst auch noch ein Postfach einrichten, mal gucken. Gibt gerade keine in meiner Nähe, deshalb ist es doof. Einfach mal sehen. Genau, ansonsten auf Instagram und we see us again with the art stream next Monday at it's 12 European Standard Time. I don't know all the other times. So, wir sehen uns nächsten Montag wieder mit zum Malen um 12 hier bei mir auf dem Kanal. Haut gern nochmal alle eure Links rein, wenn ihr noch irgendwas teilen wollt oder irgendwo noch Support braucht. We gonna go and raid to Girls One Game, cause I'm playing live Grounded with Snowy and Leo over there, and we switch there. Zoltex, ja, aber guck mal, ne? 3,5 Stunden, also mir kann man jetzt keine Vorwürfe machen. Am Montag sehen wir uns wieder, Zoltex, ich mache aber auch nicht wirklich Feierabend. Ich bin jetzt drüben auf Two Girls One Game. Ich gehe mit rüber und spiele dort quasi dann mit Snowy Grounded. Also wenn du weiter mit mir quatschen willst, ich betreue auch da drüben den Chat, deswegen alles cool. Und ja, bis dann. Leave some love. All time. Let your heart shine. Have a nice day. Thanks for stopping by, everyone, and thanks to all the raiders, and thanks for my very cute community members I have over here. I'm very thankful for it. I appreciate everyone.